Meine Damen und Herren, ein ganz herzliches Willkommen zum heutigen Webinar der Thomas Krenner AG und damit zum vierten Webinar in unserer Webinarreihe Proxmox VE. Heute zum Thema Proxmox Backup Server. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Tobias Witton. Ich darf auch heute wieder Ihr Moderator aus dem Sauerland sein. Freue mich nicht nur, dass Sie da sind, sondern auch über jede Frage, die Sie heute über die Chatfunktion wieder an uns weiterleiten. Denn wie immer in den Webinaren von der Thomas Krenner AG heißt es Fragerunde direkt im Anschluss und daher auch jetzt schon die Einladung, den Chat gerne nutzen und dann an uns weiterleiten. Wir haben heute die Ehre, wieder mit zwei Experten sprechen zu dürfen. Die haben wir hier schon mal eingeblendet. Der Altbekannte, das ist der Jonas Steers, Senior Solution Engineer Proxmox und Ceph. Und wir sehen heute auch noch ein neues Gesicht. Das ist Niklas Pauli, Proxmox Solution Trainee. Hier sind Sie jetzt auch schon mit Live-Bild. Und die beiden darf ich gleich auch noch mal ganz kurz befragen, bevor es losgeht. Aber ich möchte auch noch auf unser Gewinnspiel kurz hinweisen, denn wir verlosen, das haben wir auch vor kurzem schon mal kommuniziert. Genau, hier sehen wir es, unseren LES. Und das ist ganz interessant für alle, die einfach in einem Webinar mit dabei waren. Wir werden also dann den Zufallsgenerator anschmeißen und einer oder eine von Ihnen wird dann per E-Mail benachrichtigt und darf sich also über unser Low Energy Server freuen. Ganz kurz vielleicht auch noch zum Inhalt des heutigen Webinars. Denn grundsätzlich muss man natürlich sagen, ein Backup ist immer wichtig, nicht nur in der IT, auch im Leben. Mein Opa sagte schon immer, auf zwei Beinen steht man besser, auch wenn er damit ein bisschen was anderes meinte, aber Unrecht hatte er trotzdem nicht. Und Proxmox bietet seit rund 2 Jahren mit dem Proxmox Backup Server ein wirklich nahtlos integrierbares System an, eine Lösung an für Proxmox VE-Umgebungen. Und unsere beiden Experten werden uns heute also alles über Features, über Sicherheit, aber auch Tipps und Tricks verraten. Und das finde ich ganz besonders spannend. Wir werden heute auch wieder in den Genuss von Live-Demos kommen, damit das Ganze auch wirklich nachvollziehbar ist. Dann kommen wir noch zu zwei, drei organisatorischen Infos. Das Webinar dauert heute circa 45 Minuten plus der Fragerunde. Also nochmal die Einladung, den Chat gerne nutzen. Ich glaube, keine Frage ist irgendwie zu blöd und kann vor allen Dingen auch für alle anderen Teilnehmer immer ein Gewinn sein. Das Webinar wird wie immer aufgezeichnet. Sie bekommen im Nachgang eine E-Mail. Und auf YouTube wird es heute auch noch hochgeladen. Und wir bitten Sie auch wie immer um ein kurzes Feedback ganz am Ende, dauert nur 20 Sekunden, damit wir uns auch stets weiterentwickeln können. Jetzt erstmal Ton an, bitte, für Jonas und Niklas. Erstmal guten Morgen in die Runde. Schön, dass ihr da seid. Guten Morgen. Guten Hi. Morgen zusammen. Super. Niklas, wir haben ja immer unsere drei Fragen an unseren Experten. Und ich würde jetzt einfach mal mit dir starten, denn uns interessiert heute, ob du lieber im Homeoffice arbeitest oder lieber ins Büro gehst. Ich bin da tatsächlich so, dass ich viel lieber ins Büro gehe. Auch heute bin ich wieder im Büro vertreten, sprich einfach der persönliche Kontakt zu den Kollegen ist mir da sehr viel wert. Deswegen bin ich definitiv ein Büromensch. Okay. Wie sieht es bei dir aus, Jonas? Ja, mal so. Ich muss sagen, im Homeoffice finde ich, kann man sich besser konzentrieren. Also es hat durchaus seine Vorteile gegenüber einem Großraumbüro. Allerdings komplett Homeoffice only wäre für mich jetzt auch nichts. Dann kriegt man doch zu wenig mit von den Kollegen, so auch das Zwischenmenschliche, was halt über Teams zwar schon irgendwie geht, aber auch halt nicht 100%. Ich muss auch Ja. gerade ein bisschen lachen bei der Frage, weil unsere Azubis bei Thomas Krenn gar kein Homeoffice machen dürfen. Also Okay. war ich da ein bisschen verwundert, aber ja. Kommen wir zur zweiten Frage. Niklas, ist es dir lieber, wenn man dich anruft oder wenn du eine E-Mail erhältst? Beim Erhalten ist es mir tatsächlich relativ egal, jedoch bevorzuge ich, wenn ich ein Problem habe und einen Kollegen beispielsweise anrufen muss oder ihm etwas mitteilen muss, definitiv den Anruf. Einfach auch hier hat man wieder den persönlichen Kontakt und ja, Probleme werden viel schneller gelöst, als während man die ganze Zeit E-Mails hin und her schreibt. Deswegen hier auch der Anruf, ja. Okay. Wie sieht es da bei dir aus, Jonas? Kommt immer auf die Komplexität des Themas an. Also es gibt durchaus Kundenthemen, wo es per Mail besser ist, einfach wegen der Komplexität vom Thema, zum Beispiel bei einer Log-Analyse.
Aber manchmal oder öfter ist dann doch so, dass wenn man sich mit dem Kunden zusammenspricht oder auch mal mit Teamviewer oder Anydesk drauf geht, dass es dann doch schneller geht, als wenn man hin und her schreibt. Ja, Ja. also Und die dritte je nach Frage mit Bedarf. der Bitte um eine kurze, knackige Antwort. Das ist eine Glaubensfrage. Windows oder Linux? Niklas, bitte. Bei mir definitiv Linux, deswegen auch das Thema. Okay, Jonas? Wenn sie kurz sein muss, Linux, ja. Ja, vielleicht haben wir später noch mehr Zeit. Ich würde sagen, wir starten einfach mit dem Inhalt. Das ist das, warum heute auch unsere Gäste da sind. Und wir haben deutlich über 100 Anmeldungen heute. Also ich wünsche Ihnen allen viel Spaß, euch, Jonas und Niklas, natürlich auch ganz viel. Und wir sehen uns dann später nochmal in der Fragerunde. Danke sehr. Genau, ja, auch von mir herzlich willkommen zum Webinar. Heute sprechen wir über den Proxmox Backup Server. Und ja, Vorstellung hatten wir schon, können wir, glaube ich, skippen. Kurzen Überblick, was wir heute alles behandeln werden. Wir geben einen kurzen Überblick über PBS. Dann gehen wir auf die Features ein, behandeln Datenschutz und Sicherheit, gehen auf die Hardwareanforderungen ein. Was braucht man für eine Hardware? Braucht man überhaupt Hardware? Wenn ja, welche? Dann sprechen wir über Support und Subscriptions, über die eigentliche Funktionsweise, also wie werden die Backups geholt, wie stellt man die ein, was gibt es da zu beachten, welche Corner Cases gibt es bezüglich Proxmox Backup Server, also Einsatzszenarien, die man vielleicht nicht sofort im Kopf hat, aber tatsächlich sehr cool sind. Dann wird der Kollege Niklas eine Live-Demo machen mit einigen sehr tollen Vorbereitungen hinsichtlich dieser Corner Cases auch. Und dann am Schluss geben wir noch einen Überblick über weiterführende Links, die sehr nützlich sind für das Handling des PBS. Ganz kurzer Hinweis, Jonas, dein Vollbild ist noch nicht zu sehen. Wir sehen auch noch die nächste Folie. Vielleicht könntest du das noch kurz einstellen. Was sieht man nicht? Kein Vollbild. Wir sehen aktuell die Ansicht, dass man auch die nächste Folie schon sehen kann auf der rechten Seite. Ach, hey, hatte die geswitcht? Sorry. Kein Problem. Jetzt Jawohl, besser? danke. Ja, perfekt. Ah, okay. Genau, links sieht man schon im Bild. Es geht um die Verlosung. Haben wir auch eine Verlosung hinsichtlich eines Low Energy Servers? Hat der Tobias schon angesprochen. Vielleicht noch kurz einen technischen Bezug dazu. Also ist natürlich super einsetzbar als Quorum Device, aber auch als ja, Open Sense Firewall beispielsweise. Das kann man sehr gut kombinieren mit allen möglichen Proxmox-Produkten, die wir entsprechend vertreiben und verkaufen. Zum Thema Überblick, ja, die Entwickler des PBS sind die Proxmox Server Solutions GmbH in Wien. Es wurde im November 2020 das erste Mal veröffentlicht, war ein sehr großer Schritt und wichtiger ausstehender Punkt hinsichtlich Proxmox Backup, da man davor entsprechend nur mit VC-Dump backuppen konnte und das einige Nachteile hatte hinsichtlich der Backup-Möglichkeiten, da man da nur Full-Backups machen konnte und keine Incrementals. Und da seit November 2020 ist auch dieses Thema größtenteils gelöst, war vorher immer ein großer ja, Pain-Point eigentlich so in Kundengesprächen. Das Vertriebsmodell, ja, es ist genauso wie bei PVE, es ist kostenlos nutzbar mit optionalen Subscriptions für Support-Tickets und Enterprise-Repository, also getesteten Updates. Man kann backuppen Hosts, VMs und Container, wobei bei Hosts entsprechend der Zusatz notwendig ist, dass da halt über Clients gearbeitet werden muss, also über einen CLI-Client. Es gibt noch kein komplettes Host-Backup des PVE-Hosts, sodass man sagen kann, ich habe hier ein Backup, hier nimm die Config und dann habe ich das komplette PVE restored. Beispielsweise, wenn man, ja, das Base OS verlieren würde von einem Single Host oder Cluster Node, das gibt es noch nicht. Aber man kann über CLI schon Dateien backuppen. Genau. Die aktuelle Version ist die 2.4, kam vor kurzem raus. Wer es noch nicht mitbekommen hat, hat seit 2.4 auch den Dark Mode, wie auch PVE in der Version 7.4. Die Features: Es ist eine nahtlose PVE-Integration da. Es gibt eine Remote Sync Möglichkeit, das bedeutet, ich kann zwischen zwei Proxmox Backup Servern einen Sync einrichten und sagen,
Ich habe hier meinen PVE-Server, der synkt auf einen weiteren, synkt auf einen oder Backup auf einen Proxmox Backup-Server und dieser synkt sich mit einem weiteren Proxmox Backup-Server, sodass die beiden Backup-Server immer den gleichen Stand haben. Kommen wir später noch genauer darauf. Dann gibt es die Möglichkeit eines Live-Restores von VMs. Es gibt genauso wie bei PVE schon gewohnt ein komplettes Management über UI, über die GUI. Zum Thema Datensicherheit gibt es gleich eine Extrafolie. Es gibt die Möglichkeit, Multicluster-Backup zu machen. Also man kann mehrere Nodes oder auch mehrere Cluster auf denselben Backup-Server backuppen lassen. Es hat, wie gesagt, gegenüber VZDump, das bisherige Proxmox-Backup-Tool vor 2020, gibt es die Möglichkeit, inkrementell und auch dedupliziert Backups zu betreiben. Und es gibt die Möglichkeit, auch Tape-Backups zu machen. Genau. Zum Thema Datensicherheit. Es ist eine Client-Side-Encryption, die es da gibt. Das heißt, lokal werden die Backups verschlüsselt und dann auf den PBS übertragen. Es gibt Verified Jobs, das heißt, die Backups werden regelmäßig auf Konsistenz überprüft. Da werden, denke ich, teilweise, je nachdem, was man als Storage für den PBS einsetzt, auch ZFS-Bordmittel verwendet. Dann gibt es eine Möglichkeit, auch Benutzer entsprechend zu berechtigen auf verschiedene Backup-Namespaces, also Unterteilungen von Data Store-Ebenen. Das heißt, manche Nutzer können dann nur bestimmte Backups sehen. Ich kann dieses komplett individuell beschränken, so wie man es auch als PVE aus der Nutzerverwaltung kennt. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Zwei-Faktor zu nutzen, die Zwei-Faktor-Authentifizierung und kann dann mit One-Time-Tokens und sonstigem sich entsprechend über die UI einloggen. Bezüglich der Hardware-Anforderungen, natürlich für uns als Hardware-Hersteller besonders interessant, gibt es hier ein paar Dinge zu beachten. Und zwar als CPU braucht man entweder eine AMD oder Intel CPU mit mindestens 4 Kernen. Das ist so unsere Empfehlung. Bezüglich der Kerne steht jetzt nichts dabei, finde ich immer wichtig, einen großen Base-Takt, also so 3 GHz, ist ein guter Anfang. Die Kernanzahl ist meistens nicht so relevant. Bezüglich Arbeitsspeicher muss man unterscheiden zwischen Betriebssystem-Cache und den DMEMS. Da sollte man 4 GB einrechnen und für das Storage, also beispielsweise bei ZFS, sollte man pro Brutto-Terabyte 1 GB RAM einrechnen. Also hat man 20 Terabyte brutto, sollte man 20 Gig schon mal Minimum für den Storage zusätzlich einrechnen. Wir reden aber hier vom Bruttospeicher, also bei einem Mirror zum Beispiel. Ja, jetzt mal vereinfacht gesagt, bei einem Mirror mit 40 TB brutto wären ja 20 netto, dann würde man hier schon 40 GB RAM einrechnen. Zum Thema Speicher allgemein, also Hauptspeicher, ist Betriebssystem 32 Gig notwendig und für die Data Stores wie benötigt. Was heißt das jetzt konkret? Na, es ist so, wenn man, da man verschiedene Möglichkeiten hat, man kann ja einerseits mit ZFS arbeiten, man kann aber auch einen RAID-Controller benutzen und EXT4 machen oder XFS. Und je nachdem, wie man halt sich entscheidet, also wir das heißen es eigentlich immer mit ZFS, braucht man halt entweder mehr oder weniger Platten. Da können Sie sich gerne das zweite Webinar von uns nochmal anschauen. Da haben wir ZFS hinsichtlich Sizing auch etwas angeschnitten. Genau. In der Regel gehen wir immer auf mehrere RAID Z2-Gruppen, also wenn wir jetzt über das Thema ZFS sprechen. Und die Empfehlung von Proxmox wiederum ist, dass man wirklich Flash-Speicher benutzt. Das wird jetzt vielleicht ein kurzer Schock für den manchen sein, Backup auf Flash zu speichern. Tatsächlich ist es aber, sofern man jetzt nicht irgendwelche Riesenarchive hat, so Richtung Langzeitarchiv, sondern beispielsweise halt einfach eine mittelständische Firma ihre Produktiv-VMs backupt, ist das mit der Deduplizierungsrate tatsächlich gar nicht so viel Speicher, der dann auch belegt wird. Also da kann man je nach Anwendungsfall, also wie viele VMs sich halt ähneln, die Duplizierung guckt ja auf
ich glaube, Block oder in diesem Fall auf Chunk-Ebene, welche Daten sind schon mal genauso geschrieben worden und spart dann sozusagen diese Daten ein, indem sie nicht nochmal geschrieben, sondern nur referenziert werden. Und das merkt man halt bei VMs, die sehr ähnlich sind, kann man da durchaus Faktoren von Dedup-Faktoren von 8 oder mehr erreichen. Und dann benötigt man auch nicht so viel Speicher, ergo ist es nicht so teuer und man kann auch wirklich mit Flash arbeiten. Warum das wichtig ist, kommen wir auch später nochmal gleich dazu. Es gibt einen sehr tollen Corner Case, bei dem Sie dann auch sehr profitieren würden, wenn man Flash einsetzt. Allgemein aber ist natürlich auch der Restore, aber auch das Backup an sich auf den Speicher schneller, wenn da Flash drunter liegt und nicht HDDs. Als Netzwerkempfehlung mindestens 2 10 Gigabit NICs. Das heißt 20, wenn man LACP betreibt und viel Parallelisierung hat. Das Wichtige dabei ist, dass natürlich das Netzwerk auch in gewisser Art und Weise die Backup-Geschwindigkeit einschränkt. Das heißt, Sie könnten sich einen tollen Flash-Speicher als Backup-Ziel anlegen, welcher vielleicht ja schon 1,5 bis 2 Gigabyte pro Sekunde schafft. Aber das Netzwerk würde Sie da mit 10 Gigabit zum Beispiel schon limitieren, dass Sie da maximal ja ein Gigabyte drüber bekommen würden. Jetzt ohne LACP. Genau, also da muss man auch mal ein bisschen einschätzen, wie viel schafft der Pool und wie viel schaffe ich übers Netzwerk. Für den Thema Subscriptions, es gibt auch hier wieder mehrere Subscriptions. Es gibt die Community, Basic, Standard und Premium Subscription. Die Community verkaufen wir aktiv nicht, gibt es bei Proxmox.de aber auch. Das ist mit Enterprise Repository und Community Support. Das heißt, kein richtiger Supportanspruch jetzt über Ticketsystem von der Proxmox Solutions GmbH, sondern halt übers Forum. Aber sie bekommen getestete Updates. Das heißt, die Updates kommen verzögert 2 bis 4 Wochen nach den Free Usern in das PBS Repository. Die Basic wiederum hat dasselbe plus 5 Tickets pro Jahr pro Backup-Server. Also falls Sie mehrere haben, pro Subscription zählen halt 5 Tickets pro Jahr. Und Sie haben eine SLA von 24 Stunden beziehungsweise eines Werktags. Also Sie erhalten spätestens am nächsten Werktag eine Antwort. Bei der Standard hat man 15 Tickets pro Jahr, Antwortzeit innerhalb von 4 Stunden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, dass jemand von der Proxmox Server Solutions GmbH sich mittels SSH auf ihr System remote draufschaltet, falls notwendig, um dort zum Beispiel Troubleshooting oder Analyse zu betreiben. Zusätzlich gibt es ab der Standard die Möglichkeit eines Offline-Subscription Keys. Und das ist notwendig, wenn Sie zum Beispiel den Proxmox Backup Server nicht ans WAN anbinden möchten, dann hätte der ja das Thema, dass Sie nicht Updates ziehen können von den Update-Servern. Seit, ja, ich weiß nicht, seit 1, 2 Versionen gibt es die Möglichkeit, ein lokales Offline-Repository zu erstellen. Gibt es auch für PVE. Und dieses wiederum könnte man dann hier entsprechend anzapfen, beziehungsweise sich daran bedienen und den Backup-Server mit Updates von einem lokalen APT-Mirror versorgen. Bei der Premium ist auch das bisherige dabei, aber unlimitierte Tickets, Antwortzeit innerhalb von 2 Stunden, Remote Support, Offline Subscription, wie schon gehabt. Bezüglich der Funktionsweise, wie funktioniert der Proxmox Backup-Server? Wir haben hier eine Virtualisierungsumgebung, Proxmox VE, mit einigen Ressourcen, also VMs und Container. Wir haben den Proxmox Backup Server als extra Hardware. Dort haben wir 3 Data Stores. Und auf diese kann man die Ressourcen entsprechend backuppen. Typischerweise haben wir zumindest bei unseren Kunden einen großen Data Store, nicht 3, sondern einen. Und auch hier gibt es dann die Möglichkeit, diesen Data Store zu unterteilen in Namespaces. Das heißt, die oberste Ebene wäre die Root-Ebene. Die darunterliegenden Ebenen kann man beliebig tief verschachteln. Hat den Vorteil, dass man, wenn man zum Beispiel mehrere Cluster hat oder auch wenn man Service Provider ist, mehrere Kunden, dass man das zum Beispiel nach Kunden aufteilen kann. Das ist deswegen notwendig, einerseits wegen der Berechtigung natürlich auf die Backups, falls man die User auch irgendwie da berechtigen möchte.
aber vielmehr noch wegen der potenziellen Konflikte mit den VM-IDs. Das heißt, habe ich mehrere Cluster, habe ich eventuell auch mehrere VMs mit der ID 100. Das ist die erste ID, typischerweise in einem Proxmox-VE-System. Deswegen macht es Sinn, diese dann zu separieren in Namespaces. Alternativ kann man auch, dass wenn es jetzt nur für einen Kunden oder für ihre eigene Firma ist, kann man auch die Cluster der PVE-Systeme, sofern die nicht schon jahrelang im Betrieb sind, auch im Hand des Nummernkreises modifizieren. Das heißt, dass zum Beispiel, wenn Sie ein neues Cluster von uns bestellen, dass Sie bei Ihrem zweiten Cluster der Nummernkreis erst ab 500 beginnt, zum Beispiel, dann haben Sie auch hier keine Überschneidungen. Ist im Nachhinein schwierig, von daher ist hier eine Aufteilung in Namespaces eher sinnvoll. Auch hier können die Ressourcen spezifisch halt dann auf den jeweiligen Namespace beim Erstellen des Backup-Jobs ja, hinterlegt werden. Jetzt gibt es noch ein weiteres Szenario. Ich habe ja noch ein weiteres PVE-System oder ein Cluster, je nachdem. Auch das kann natürlich darauf backuppen. Hatten wir schon Multi-Cluster, aber auch Multi-Node-System. Beliebig viele Systeme können darauf backuppen, auch auf verschiedene Namespaces. So, haben wir noch eine Umgebung hier vorbereitet. Das ist ein 2-Node-ZFS-Cluster. Und jetzt kommen wir schon zum ersten Corner Case. Ich habe hier einen Backup-Server. Ich kann den auch als Queue-Device, als Quorum-Device zweckentfremden und sagen, man denkt sich vielleicht schon auf der linken Seite, ein 2-Node-Cluster ist in der Regel nicht so eine gute Idee, weil die Gefahr eines Split Brains besteht. Deswegen braucht man in der Regel eine dritte Stimme. Ja, das heißt einen dritten Server oder einen Less, den Sie heute gewinnen können, beziehungsweise demnächst, wenn Sie an einem der Webinare teilgenommen haben. Man könnte aber auch, und haben wir auch schon bei einigen Kunden gemacht, den Backup-Server als Queue-Device benutzen. Das heißt, der Backup-Server zählt zusätzlich als Stimmgeber für PVE. Wichtig ist halt dann, dass man hier entsprechend halt eine Netzwerkverbindung natürlich braucht in das Netzwerk von Corosync. Das ist ja das Netzwerk für die Cluster-Kommunikation innerhalb PVE. Aber es ist eine super Möglichkeit, ein bisschen Hardware einzusparen. Genau. Noch ein Szenario. Wir haben zwei Virtual Environments, einen Backup-Server, diese Backups auf dem Backup-Server und wir haben einen weiteren Backup-Server. Was können wir jetzt machen? Man spiegelt diesen über einen Remote Sync. Das heißt, die Backups gehen von hier auf Backup-Server 1, Backup-Server 1 und Backup-Server 2. Halten sich synchron und machen dies mittels Remote Sync. Das hat einen Vorteil halt, wenn natürlich der Backup-Server auch mal ausfallen würde. Das sehen wir jetzt gleich. Und zwar hier wieder eine Umgebung, beziehungsweise das haben wir, glaube ich, später nochmal. Genau, also hier das Szenario, Backup-Server synkt auf einen weiteren, fällt dieser Backup-Server jetzt hier aus, gäbe es die Möglichkeit, den zweiten entsprechend zu verwenden. Ein weiterer Corner Case ist, dass man entsprechend eine Virtual Environment hat, die gebackupt werden soll. Wir haben einen Proxmox Backup Server als extra Blech. Dieser ist aber wiederum innerhalb eines Proxmox VEs installiert und nicht als VM, was theoretisch auch gehen würde, sondern als Dienst, als Programm nachinstalliert. Das heißt, wir haben hier PVE auf einer Hardware, einfach mit ISO installiert. Und wir haben hier PVE Environment, also Virtual Environment, nicht PWS, installiert und installieren dann den Proxmox Backup Server nach als Softwarepaket. Das hat den Vorteil, ich backuppe ganz normal von meiner PVE Environment auf den Backup Server, welcher softwaretechnisch beides ist, also VE und Backup Server. Fällt mir jetzt die Virtual Environment aus, also mein Produktivsystem, kann ich den Restore, sofern ich ein gutes Sizing habe, direkt auf dem gleichen Blech, wir haben hier eine Hardware, die beides ist, VE und PBS, restoren. Und das passiert natürlich viel schneller, als wenn ich das jetzt übers Netzwerk nochmal irgendwie drüber schaufeln muss. Und was man hier aber beachten muss, ist, dass
man natürlich dann nicht die Performance erwarten kann von dem, also je nachdem, wie sie es halt heißen, von dem Produktivsystem, sondern das ist halt dafür gedacht, wirklich, wenn alles schief läuft, dass ich dann das Backup direkt vom Backup-Server aus anstarten, restoren kann, aber natürlich mit den Ressourcen, die auch der Backup-Server hat. Das heißt, das wird die Geschwindigkeit des entsprechenden Pools haben. Es wird die Netzwerkkonfiguration muss natürlich auch entsprechend so vorbereitet sein. Das heißt, da gibt es schon ein bisschen was zu beachten, wenn man das wirklich machen möchte, muss natürlich auch das Sizing des PBS parallel oder zusätzlich auch noch Richtung PVE optimiert werden, da sie ja sonst eventuell zum Beispiel gar nicht die restorten Backups anstarten können, wenn zum Beispiel kein virtueller Switch für die VM Bridge da ist. Also gibt es einige Dinge zu beachten, ist aber tatsächlich eine coole Möglichkeit, insbesondere wenn halt ein Splash komplett ausfällt aus der Produktivumgebung, dass man die direkt auf dem Backup-Server anstartet. Wichtig ist hier auch, man profitiert natürlich hier besonders dann, wenn man Flash einsetzt, dann natürlich dann auch die VMs schneller sein werden, wenn man sie direkt auf dem gleichen Blech anstartet. Als weiteren Punkt ist wichtig zu sagen, dass, na, dass das entsprechend natürlich die Restore-Zeit verringert, da kein Netzwerk im Spiel ist. Was auch möglich ist, falls man jetzt doch lieber HDDs einsetzen möchte oder nicht so einen schnellen Storage hat, könnte man situativ zum Beispiel auch den Restore von dem HDD-Pool, also der für das Backup eigentlich ist, auf einen schnelleren SSD-Pool, der zum Beispiel nur für diesen Recovery-Fall ist, restoren. Dann könnte ich zum Beispiel den Restore auf dem gleichen Blech haben, aber halt situativ dann zum Beispiel zwei, drei wichtige Firmen-VMs auf einem SSD-Pool, der zusätzlich erstellt ist, anstarten. Dann hätte ich die Performance von SSDs, muss aber nicht den kompletten Backup-Server mit SSDs bestücken, weil ja, für diesen Fall das notwendig wäre. Ist es nicht, deswegen könnte man da auch separiert solche Szenarien aufbauen. Genau, und genau diese Cases oder einige davon wird Ihnen jetzt der Kollege Niklas in der Live-Demo zeigen und an diesen werde ich jetzt auch gleich übergeben. Genau, vielen Dank schon mal an dich, Jonas, für die kurze Einführung und an die ganzen Funktionsweisen, die eben der Proxmox Backup Server bietet. Wie er gerade auch schon gesagt hat, ich glaube, Sie sehen mittlerweile wieder meinen Bildschirm, ist das Ganze jetzt so, dass wir, also zu der Ausgangslage mal, dass Sie das Ganze ein bisschen nachvollziehen können, haben wir zum einen eine PVE Single Node. Auf dieser Single Node befindet sich aktuell ein Container und wir haben über die Data Center Storage Übersicht beide PBS hinterlegt. Eben aus dem Grund, weil wir gleich im Nachgang dann kurz uns zum einen auch noch den Remote Sync ansehen werden und zusätzlich zu dem Remote Sync werden wir auch das Ganze mal, also die letzte Funktionsweise, die Jonas gerade erklärt hat, sprich, dass man PBS on top of PVE installiert, uns mal ansehen. Und genau, was man zusätzlich unter der Single Node noch machen kann, ist, dass man einmal unter der Data Center Backup hingeht und anschließend kann man eben hier auf Add drücken und hat eben hier dann die Möglichkeit, einen Backup-Job zu erstellen. Sprich, man wählt im Endeffekt ein Storage aus, beispielsweise jetzt einen der PVEs, der PBS-Pools und man sieht automatisch, die Compression Rate ist automatisch auf Z-Standard gewechselt. Sprich, alles, was auf dem PBS gebackupt wird, läuft immer über diese Compression Rate. Zusätzlich kann man dann eben noch ein Schedule einstellen, sprich, wie oft, dass die bestimmten VMs, die man dann eben nachher auswählt, wie oft diese gebackupt werden soll. Testweise jetzt einfach mal 30 Minuten. Und dann hat man eben die Möglichkeit, einen Selection Mode einzustellen. Sprich, man kann entweder alle VMs gleich auswählen, man könnte bestimmte VMs eben exkluden, also ausschließen, beziehungsweise auch einschließen. Je nachdem variiert natürlich, wie viele VMs man hat und was eben dann schneller geht, beziehungsweise wie man das Ganze eben machen will. Sehr individuell einstellbar. Zusätzlich kann man dann eben hier unten die ganzen PVE-Nodes, beziehungsweise VMs, beziehungsweise auch Container auswählen, welche gebackupt werden sollen. Und anschließend kann man das Ganze noch den Modus auswählen, sprich, auf welchem Modus gewählt werden soll. Also gibt es drei verschiedene: Snapshot, Suspend und Stop. Das hat eigentlich nur Einfluss auf die VMs beziehungsweise den Containern, ob diese
bei einem Backup gestoppt werden oder eben nicht. Und anschließend könnte man auf Create drücken. Und in diesem Fall würde dann alle 30 Minuten ein Backup von dieser VM, beziehungsweise in unserem Fall jetzt von diesen Containern gemacht werden. Was wir zusätzlich noch eingestellt haben, wie vorhin schon gesagt, haben wir eben zwei Proxmox Backup Server, einmal den PBS01 und einmal den PBS02. Dabei würde ich jetzt einmal bei den einen anfangen, Ihnen einfach kurz das Dashboard ein bisschen genauer zu erklären. Sprich, was sieht man alles, was kann man alles beim Proxmox Backup Server einstellen. Nämlich, wenn man unter der Dashboard-Übersicht ist, sieht man eben die ganze Usage-Auslastung von verschiedenen Faktoren, beispielsweise vom RAM, von der CPU oder eben auch von Data Stores, die man erstellt hat. Zusätzlich sieht man dann eben noch die aktuellen bzw. die im Hintergrund laufenden Tasks, die sich eben gerade befinden und auch eine Zeitangabe, wie lange das Ganze gedauert hat. Und zusätzlich sieht man unten unter der Task Summary, wie viele Backups man bereits gemacht hat, wie viele Verify Sync Jobs oder auch Prune Jobs, das sehen wir uns später dann gleich noch an, was das genauer ist. Und man sieht auch hier eben, ob man eine Subscription ausgewählt hat. In unserem Fall ist jetzt eben keine Subscription eben hinterlegt. Liegt daran, da das für uns jetzt eine reine Testumgebung ist, sprich kein Produktivsystem. Falls Sie jedoch das Ganze als Produktivsystem aufziehen wollen bei Ihnen in der Firma, dann empfehlen wir dringend eigentlich die Subscription zu benutzen und zu aktivieren. Eben aus dem Grund, da wie mein Kollege vorhin schon genannt hat, man einfach immer die getesteten Enterprise Repositories und die neuesten Package Versions dann eben hat und zusätzlich eben auch den Support von Proxmox liegt natürlich je nachdem, welches Subscription-Modell man ausgewählt hat. Anschließend gibt es beispielsweise hier noch links die Notes-Übersicht, sprich Sie können einfach Notizen machen. Unter dem Punkt Configuration können Sie zum einen das Netzwerk einstellen, bei uns ganz simplifiziert dargestellt, eben weil das Ganze virtualisiert erstellt worden ist. Sie können DNS-Server und auch Time-Server, dabei gibt es immer vorausgewählte von Proxmox, hinzufügen und auswählen. Sie haben die Möglichkeit, Metrics-Server, also entweder über HTTP oder UDP zu erstellen, läuft alles über InfluxDB. Und unter dem Punkt Other können Sie die Zwei-Faktor-Web-Authentification erstellen, sprich Sie brauchen ein gültiges HTTPS-Zertifikat. Anschließend gibt es einen Autofill-Button, der Ihnen das automatisch alles ausfüllt. Und zusätzlich haben Sie auch noch die Möglichkeit, beispielsweise die Sprache umzustellen, wenn dies gewünscht ist. Unter dem Punkt Access Control und der Konfiguration können Sie verschiedene Benutzer anlegen. Der Standard-User läuft immer über das Realm Palm, also den Linux-Authentifizierungsserver. Alle darauf weiter aufbauenden User basierend auf den Realm Proxmox Backup Server. Wenn Sie jedoch noch was anderes wünschen, gibt es die Möglichkeit, entweder über LDAP oder im OpenID Connect Server noch weitere Authentifizierungsserver hinzuzufügen und diese dann eben bei den neu angelegten Usern wieder zu hinterlegen. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung über zwei verschiedene Möglichkeiten, über TOTP und eben Web Authentification, wie gerade schon gezeigt. Und Sie haben auch Recovery Keys, falls Sie eben den Zugang zu Ihrer Zwei-Faktor-Authentifizierung verlieren sollten. Zusätzlich gibt es dann auch die Möglichkeit, API-Tokens zu erstellen, sich generieren zu lassen. Und unter Permissions kann man dann eben die Users bzw. auch die API-Tokens auf bestimmten Weisen eingrenzen, sprich auf was haben die Nutzer, die sich damit anmelden, Zugriff, was können die machen bzw. was können sie eben nicht machen. Den Punkt Remotes würde ich jetzt kurz überspringen, den sehen wir uns gleich nochmal an, wenn wir dann eben einen Remote Sync von 2 PBS einrichten. Dann wird es weitergehen mit der Traffic Control. Die ist sehr wichtig, dass Sie eben bei der Traffic Control beispielsweise einstellen können, indem Sie hier unten auf Add drücken, dass beispielsweise während der Produktivzeit eines Unternehmens, wir gehen jetzt einfach mal von 8 bis 18 Uhr aus, könnte man einstellen, dass während dieser Zeit und auch nur an Wochentagen die Bandbreite limitiert ist. Sprich, der ganze Traffic, der dann eben von wegen der Backups gemacht wird, wird auf eine bestimmte Mibibyte-Grenze eingegrenzt. Und zusätzlich könnte man dann das Ganze nochmal erweitern und sagen, dass ab 16 Uhr bzw. ab 17 Uhr, je nachdem, wie man das haben will, bis um 8 Uhr in der Früh
dann der Traffic bzw. die Bandbreite voll ausgenutzt werden darf und somit über die Nacht die ganzen Backups gemacht werden und während des Live-Betriebs und der Arbeitszeit von den Kollegen das Ganze eben nicht gestört wird. Sie haben auch die Möglichkeit, ACMI-Accounts hinzuzufügen und die Zertifikate hinterlegen, wenn Sie bereits welche haben. Und unter dem Punkt Subscription, das ist ein sehr wichtiger Punkt, können Sie zum einen die Subscription Keys hochladen. Sie können Subscriptions wieder removen, falls Sie beispielsweise eine höherwertigere Subscription besitzen. Und es gibt den Button für den System Report. Das System Report ist sehr wichtig, vor allem bei Problemfällen, wenn Sie entweder ein Ticket bei Proxmox einkippen oder auch wenn Sie im Forum einen neuen Thread aufmachen wollen, wird sehr oft das System Report gefragt, da wirklich alle wichtigen Informationen zu Ihrem Proxmox Backup Server sich befindet und somit das Troubleshooting für die jeweiligen Bearbeiter erleichtert wird. Zusätzlich zu dem System Report gibt es unter dem Punkt Administration dann eben auch noch die Package Versions, was natürlich auch wieder Probleme verursachen könnte, wenn verschiedene Paketversionen auf unterschiedlichen Ständen steht, kann man sich das unter dem Punkt Package Version auslesen, kopieren und eben auch wieder in den Anhang des Tickets oder im Forum reinposten. Zusätzlich sieht man eben hier auch wieder eine Usage-Auslastung von beispielsweise RAM, CPU oder auch wieder Data Stores. Sie können sich eine separate Konsole, also in einem neuen Fenster aufmachen. Sie können das System rebooten oder auch herunterfahren. Unter dem Punkt Services sehen Sie die ganzen Dienste, die eben gerade im Hintergrund laufen. Beispielsweise, wenn, wie mein Kollege vorhin schon gesagt, Sie den Proxmox Backup Server als Q-Device, also als Quorum-Node einsetzen wollen, würde das eben auch hier wieder angezeigt werden unter Chorus und Q-Device und Sie könnten eben dann den Dienst neu starten, falls es da zu irgendwelchen Problemen gekommen ist. Unter dem Punkt Updates können Sie einmal Refresh drücken und Ihnen werden die neuesten Paketversionen, falls welche verfügbar, hier aufgelistet und anschließend können Sie mit dem Upgrade-Button das Ganze wirklich auch upgraden. Dabei ist zu sagen, dass es vor allem wichtig ist für User, die eventuell noch nicht so ganz viel Erfahrung mit Linux haben und eben nicht wissen über die Shell, welche Befehle sie dann nutzen können, da man sich eben hier dann über die GUI sicher sein kann, dass auch Paketversionen, also die Abhängigkeit von Paketversionen berücksichtigt wird, sollte man das definitiv hier über die GUI machen, falls man sich nicht wirklich sicher ist. Unter dem Punkt Repositories sehen Sie eben die aktuellen Repositories, können Sie neue hinzufügen, beispielsweise die Enterprise, wenn Sie eine Subscription eben haben oder auch Testvariante, wenn Sie die neuesten Features testen wollen. In unserem Fall wäre das jetzt die No-Subscription. Wie vorhin eben schon gesagt, ist es für uns nur eine Testumgebung und für den Produktivsystem lohnt es sich definitiv, eine Subscription zu kaufen. Zusätzlich haben Sie noch die Möglichkeit, den Syslog eben hier auszulesen und Troubleshooting ein bisschen genauer zu machen. Und Sie sehen auch die letzten Tasks, die ausgeführt worden sind und könnten eventuell bei Fehlern das genauer einsehen mit einem Doppelklick, also was dann wirklich gemacht worden ist und wobei der Fehler entstanden ist. Weiter haben Sie eben hier auch die Möglichkeit, eine interne Shell, sage ich jetzt mal, aufzumachen, sprich eine Shell, die eben nicht dann in einem neuen Fenster geöffnet wird. Und zusätzlich gibt es dann eben noch den Punkt Storage und Disk. Unter dem Punkt Administration sehen Sie zum einen die gesamten Disks, die sich eben gerade in Ihrem System befinden. Sie haben die Möglichkeit, ein Directory zu erstellen, also entweder über ext4 oder xfs. Zusätzlich gibt es immer, wie auch beim ZFS dann, also ein ZFS-Storage können Sie zusätzlich auch noch erstellen, also entweder oder, falls Sie beispielsweise keinen RAID-Controller besitzen, aber trotzdem RAID haben wollen, lohnt es sich eben mit ZFS ein Software-RAID zu erstellen. Auch hierbei gibt es dann verschiedene RAID-Level, die man eben auswählen kann. Man kann die Kompressionsrate auswählen und könnte eben hier unter diesem Punkt die ganzen Disks auswählen. Bei uns sind aktuell keine mehr verfügbar, da alle schon in einem Storage sich befinden. Deswegen sind hier eben keine ersichtlich. Zusätzlich gibt es auch noch beim Directory und auch beim ZFS den Haken Add as Data Store, sprich es wird automatisch ein Data Store hier unten angelegt und Sie müssen das nicht manuell nochmal machen. Unter dem Punkt Tape Backup, was für den einen oder anderen definitiv auch sinnvoll sein kann und wichtig ist,
kann man einmal unter Content die ganzen Tapes einsehen. Man würde auch den Status sehen, also in welchem Status sich die Tapes eben gerade befinden. Unter dem Punkt Inventory könnten Sie neue Tapes hinzufügen und die bereits bekannten Tapes inklusive auch wieder eines Statuses würden eben hier aufgelistet werden. Unter dem Changer können Sie den Tape-Robot sagen, welche Slots er importieren bzw. exportieren darf, sprich ein bisschen das Mechanische einstellen. Sie haben die Möglichkeit, Drives zu erstellen, also im Endeffekt das Storage, welches dann wirklich die Tapes beschreibt. Und es gibt auch noch Media Pools, das sind logische Container, also ein Zusammenschluss einfach von Tapes. Und dabei ist wichtig zu sagen, pro Backup-Job, den Sie im Nachhinein hier anlegen wollen, müssen Sie immer einen Media Pool auswählen. Sie können diesen Media Pool auch wirklich nur einmal auswählen, sprich, wenn Sie jetzt 3 Backup-Jobs machen wollen, aus welchem Grund auch immer, beispielsweise weil Sie einen anderen Schedule einstellen wollen, dann müssen Sie eben auch zwingend 3 Media Pools erstellen. Und um das Ganze noch ein bisschen sicher zu machen, gibt es eben auch hier wieder die Encryption Keys, um die Tapes auch abzusichern. Dann zu dem Hauptteil eigentlich, wo man wahrscheinlich das meiste einstellen kann unter dem Proxmox Backup Server, ist die Data Store Übersicht. Dabei gibt es 2 verschiedene Übersichten. Einmal die generelle, also die übergeordnete und die darunterliegende Data Store Übersicht. Also wo sich die ganzen Storages dann eben als Data Store befinden. Sie sehen hier unter der Data Store Summary eben auch wieder die Backups, die Prune Jobs, die Sync Jobs. Sie sehen, wie die Auslastung eben gerade ist. Und einen Deduplication-Faktor, sprich wie viel an Storage ist eben da erspart durch die Deduplizierung. Sie haben dann die Möglichkeit, einen Sync-Job einzurichten. Der Sync-Job, den sehen wir auch gleich, wenn wir das Ganze mal bei den zweiten PBS einrichten. Also kommen wir gleich nochmal drauf zu. Wir haben die Möglichkeit, Prune-Jobs zu erstellen. Bei Pruning werden bei jedem Backup, was eben auf dem Proxmox Backup Server gespeichert wird, gibt es immer eine Index.json-Datei. In dieser Index.json-Datei befinden sich viele Faktoren, beispielsweise die SHA-256-Checksumme oder eben auch die ganzen Chunks, die referenziert werden. Und durch den Prune-Jobs wird eben die Index-Datei gelöscht, sprich das Backup ist eben dann auch nicht mehr unter den Data Store ersichtlich. Jedoch ist im Endeffekt eigentlich die Dateien, die wirklich bei dem Backup drin sind, eben immer noch vorhanden. Um das Ganze dann auch noch zu löschen, gibt es zwar hier unter der Data Store Übersicht das Ganze nicht, aber wenn man den jeweiligen Data Store dann eben anklickt, kann man unter Prune und GC, steht für Garbage Collection, dann wirklich auswählen, dass die Daten auch wirklich gelöscht werden. Dabei geht der Proxmox Server einfach alle Chunks durch, markiert diese und nach einem bestimmten Zeitintervall, das sind 24 Stunden und 5 Minuten, werden dann die Daten wirklich gelöscht und man kann diese dann eben nicht mehr retten. Bezüglich Pruning, wie man sieht, kann man ja ganz viel einstellen, was behalten werden soll, sprich wie viele Tages-Backups behalten werden soll, wie viele stündliche, jährliche etc. etc. Gibt es dann von Proxmox-Seiten auch einen Proxmox Prune Job Simulator, in der sich Sie gerne mal rumspielen können. Ist ein bisschen komplex, aber dadurch, dass es eben den Prune Simulator gibt, kann man da ein bisschen rumprobieren und findet auch die richtige Lösung, was man dann eben individuell hier einstellen muss. Bei den Verify Jobs ist es zu sagen, dass auch hier wieder die SHA-256 Checksumme, die sich eben in der Index-Datei befindet, einfach bei den Verify Jobs überprüft wird, sprich jedes Backup geht einfach durch und es wird geschaut, ob die SHA-256 Checksumme gleich geblieben ist. Kann man eben hier den Data Store auswählen, auf welchen Data Store das überall durchlaufen will. Man kann auch wieder ein Schedule einstellen. Man kann sagen, dass es bereits verifizierte Backups eben übersprungen werden und somit nicht wieder rezertifiziert werden und dass es nach in diesem Fall jetzt 30 Tagen der Status verfallen würde, sprich es ist dann eben nicht mehr verifiziert, das Backup. Und beim nächsten Durchlauf des Verification Jobs würde das dann, sofern sich natürlich nichts verändert hat, wieder verifiziert werden. Auch hier haben Sie dann eben noch die Möglichkeit, Permissions zu erstellen. Und genau. Und
unter der anderen Übersicht gibt es eigentlich genau das Gleiche, sprich auch wieder Prune Jobs, zusätzlich noch die Garbage Collection. Sie sehen dann eben den Content, sprich wenn man Backups gemacht hat, würden die eben hier runter aufgelistet werden. Sie haben die Möglichkeit, einen Namespace, wie mein Kollege vorhin schon gesagt, zu erstellen, sprich den Datastore ein bisschen zu unterteilen. Kann man dann eben den Parent Namespace, also den darüberliegenden, auswählen, einen neuen Namen vergeben. Das Ganze geht auf bis zu 7 weitere Schichten. In der Summary, wie man auch unter anderer Übersicht, sieht man auch wieder hier die Auslastungen und eben auch, wie viele Backups man bereits hat. Die Verified Jobs sind eben auch gleich. Und unter Options sehen Sie eben noch hier, können Sie die Benachrichtigungen einstellen, sprich wann soll der Nutzer bzw. der User, den man eben eingestellt hat, benachrichtigt werden. Also bei der Garbage Collection wird standardmäßig immer benachrichtigt. Beim Prune Job eben nur, wenn ein Fehler auftritt, kann man ein bisschen individuell einstellen. Und es gibt auch einen Maintenance Mode, um beispielsweise auf das darunterliegende Storage, wenn man gerade Wartungsarbeiten macht, um das Ganze in einen Wartungsmodus zu versetzen. Und es gibt auch hier wieder die Permissions, in der man das Ganze ein bisschen eingrenzen kann bezüglich User Permissions und API Token Permissions. Genau, dann bezüglich Remotes und Remote Syncs haben wir ja eben gerade übersprungen. Dabei würde ich sagen, wir gehen jetzt auf den zweiten Proxmox Backup Server. Also wie vorhin schon erwähnt, sind wir bei PVE, haben wir beide Proxmox Backup Server schon eingebunden und wir wollen dann schlussendlich einen Container backuppen auf den ersten Proxmox Backup Server, also auf die 10.2.2.226. Und von diesem Proxmox Backup Server sollte auf den anderen ein Remote Sync laufen. Das Ganze basiert auf einer Pull-Basis, sprich der zweite Proxmox Backup Server holt sich die Backups, die er eben nicht hat, von dem jeweils anderen Proxmox Backup Server. Und dazu gehen wir auf den zweiten ein. Also wenn man das in beide Richtungen machen wollen würde, müsste man auf beiden einen Remote einrichten und auf beiden auch einen Sync-Job einrichten. Da wir jetzt aber nur von einer Seite ausgehen, gehen wir auf den zweiten Proxmox Backup Server und gehen einmal unter Remotes, können dann eben hier auf Add drücken, können eine Remote ID eingeben, sprich einfach irgendeinen Namen, wie das Ganze heißen soll. Anschließend geben wir die IP-Adresse des jeweils anderen Proxmox Backup Servers ein. In unserem Fall wäre das die 10.2.2.226. Unter der Authentication ID geben wir einfach den Benutzer ein und das dazugehörige Passwort. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, beim anderen Proxmox Backup Server unter dem Dashboard sich den Fingerprint anzeigen zu lassen unter Show Fingerprint. Dann können Sie diesen eben hier kopieren und in den anderen Fenster wieder einfügen. Genau. Ist im Endeffekt jetzt eine virtuelle Verbindung, die wir erstellt haben zwischen den beiden Servern. Und was wir jetzt noch machen müssen, dass wir unter der Data Store Übersicht, einen Sync Jobs anlegen. Dabei klicken wir eben auf Sync Job und auch wieder hier auf Add. Können dann den Namespace von unserem Zielhost auswählen, also von den aktuellen PBS. Sprich, wenn wir jetzt mehrere Namespaces hätten, könnte man dann eben das ein bisschen granularer gestalten. Man könnte ein Sync Schedule auswählen. Wir nehmen das jetzt einfach mal auf 30 Minuten. Und anschließend wählt man eben doch die Remote Source aus, also die Remote, die wir eben gerade erstellt haben und auch hier den zugehörigen Data Store. Auch hier gibt es wieder die Möglichkeit, noch einen Namespace einzustellen. Man könnte das Ganze ein bisschen begrenzen, sprich wie viele Bandbreite steht da zur Verfügung und man könnte beispielsweise auch Job-IDs hinterlegen, falls man sich das wünscht, werden aber auch automatisch generiert. Jetzt drücken wir einmal auf Add und wir sehen, um 11 Uhr, also das Ganze geht immer in vollen Stunden, würde jetzt der nächste Sync-Job laufen. Sprich, wir machen jetzt einfach einmal ein Backup von dem Container auf der Single Node. Dazu klicken wir einmal auf den Container und anschließend auf Backup. Dann gibt es die Möglichkeit, hier oben auf Backup Now zu klicken. Dann wählen wir den ersten Proxmox Backup Server aus. Wir sehen auch dann wieder die Compression Rate automatisch auf Z-Standard, sprich das kann man hier nicht umgehen über die GUI, es ist immer gleich. Und wir können jetzt noch auch wieder hier den Modus auswählen, wie gebackupt werden soll. Snapshot passt jetzt in unseren Fall.
Und Sie können das Backup, das Sie eben gerade machen, auch als Protected deklarieren. Dadurch können Sie, falls Sie eben die Benutzerrechte eben nicht haben, können Sie das Backup nicht mehr löschen, beziehungsweise nur löschen, wenn Sie eben den Protected-Haken wieder raussetzen. Zusätzlich ist es auch wichtig, wenn bei Pruning würden ja im Endeffekt alle Indexdateien von bestimmten Backups, die eben nicht mehr behalten werden, gelöscht. Jedoch werden da eben Protected Backups nicht berücksichtigt. Sprich, diese werden einfach übersprungen und werden auch immer behalten. Sprich, wenn man ein sehr wichtiges Backup von einer VM oder von einem Container hat, das man generell immer behalten will, setzt man das Ganze auf Protected und kann eben somit nicht mehr gelöscht werden. Genau. Dann dauert es jetzt einen kurzen Moment, geht aber eigentlich relativ flott, aus dem Grund, weil auf der Container gerade eh nicht viel drauf ist. Genau sieht man, es ist schon fertig. Wenn wir uns das Ganze jetzt einmal unter der Storage-Übersicht ansehen, schalten wir hier oben auf den ersten Proxmox Backup Server um und sehen, wir haben hier den Container. Wir sehen, hier wäre das Protected Schild, soll das darstellen, was wir eben gerade nicht gesetzt haben. Man sieht die Size, man sieht den Verify State, das ist natürlich jetzt noch auf None, liegt auch daran, da wir beim Proxmox Backup Server eben keinen Verify Job eingerichtet haben. Und wenn wir uns das Ganze jetzt auf dem Backup Server ansehen, unter der Data Store Übersicht und unter Summary sehen wir hier, wir haben eine Gruppe und einen Snapshot, also eben der Modus, den wir gemacht haben. Und unter Content sehen wir dann eben unter den Root Namespace, da wir eben keine zusätzlichen Namespaces erstellt haben, den Containern, welcher mit der Zeit hier hinterlegt worden ist. Man könnte dann im Endeffekt auch das Ganze verifizieren, können wir jetzt testweise kurz mal machen. Genau, das kann man hier alles gleich lassen, da wir eben eh nur ein Backup gerade ausgewählt haben und nach 30 Tagen soll das Ganze jetzt einfach wieder verfallen. Dann überprüft er die Checksumme, geht relativ flott und man sieht, das Ganze befindet sich jetzt in dem Verify State. Zusätzlich könnte man das Backup eben auch hier unter Proxmox Backup Server löschen oder man könnte es auch prunen und somit in die Garbage Collection dann erst damit löschen. Jetzt gehen wir zum zweiten Proxmox Backup Server. Unter der Summary sehen wir eben hier, er hat gerade noch keine Backups, liegt eben daran, dass der Sync-Job erst um 11 Uhr, also in 8 Minuten durchlaufen würde. Wenn man jetzt aber draufklickt, kann man das Ganze forcieren, indem man Run Now klickt. Dann gleichen sie sich beiden kurz ab, beziehungsweise eine holt sich die Backups vom anderen. Sieht man, geht relativ schnell, da nicht viel drauf ist. Und unter der Summary-Übersicht sehen wir jetzt einmal, wir haben das neue Backup eben jetzt auch auf dem zweiten Proxmox Backup Server. Und unter Content haben wir das Ganze jetzt auch hier. Was hat das jetzt eigentlich für einen Nutzen, wenn wir jetzt beispielsweise davon ausgehen, ich schalte den jetzt testweise einfach mal hart aus, den ersten Proxmox Backup Server. Also ich stoppe den kurz, sprich hart den Stromstecker ziehen. Dann könnte man dadurch, dass man eben die Backups immer noch auf den anderen Backup Server hat, jetzt ihn eben hier hinzufügen, sprich Data Center. Und dann eben Storage, kann man das Ganze unter Proxmox Backup Server hinzufügen, kann man die Backup Retention einstellen, sprich wie viele Backups behalten werden soll, weil man sagen muss, das sollte eigentlich über die Prune Jobs laufen und man könnte eine Encryption einstellen, sprich die den Verschlüsselungskey hochladen oder automatisch generieren. Das Ganze habe ich jetzt in unserem Fall schon gemacht. Und wenn wir jetzt auf den Container gehen, sehen wir, dauert das einen kurzen Moment, da muss ich kurz nochmal refreshen. Genau, haben wir einmal das lokale Storage. Beim anderen PBS sehen wir, der hat, ist eben gerade nicht mehr verfügbar, sprich man sieht, die Kapazität beträgt auch 0 Byte. Und wir haben aber trotzdem einen zweiten Proxmox Backup Server, den wir eventuell dann jetzt hinzugefügt hätten, wenn wir es noch nicht gemacht hätten und können dann eben hier den Container bzw. das Backup von dem Container wieder auswählen, haben die Möglichkeit, einen File Restore zu machen, sprich einzelne Dateien herunterzuladen und wieder zu hinterlegen, also alles filebasiert. Oder man hat die Möglichkeit, einen Restore zu machen. Bei VMs gibt es noch zusätzlich die Möglichkeit, auch einen Live Restore zu machen. Dabei werden Chunks, die priorisiert werden müssen, sprich das Bootmedium, bevorzugt behandelt. Und somit die VM gleich wieder hochgestartet und alles im Hintergrund, was dann eben noch läuft, wird dann eben später bzw. während des Hochstartens gebackupt bzw. gerestored.
Das Ganze können wir jetzt testweise mal machen. Hat dann eben die Möglichkeit, Storage auszuwählen, sprich es ist egal, auf welches Storage die VM bzw. der Container sich zuvor befunden hat. Wir wählen einfach irgendeins davon aus. Jetzt in unserem Fall wähle ich das gleiche wieder aus. Bei VMs hat man auch die Möglichkeit, die ID zu ändern, sprich wenn man das Ganze gebackupt hat, kann man auch die ID mal überschreiben. Bei Containern geht das jedoch nicht. Man hat die Möglichkeit, die Bandbreite wieder zu limitieren. Man könnte sagen, dass es automatisch gestartet werden soll, wenn der Restore-Prozess abgeschlossen ist. Und man hat die Möglichkeit, sogenannte Override-Settings zu testen, sprich einfach einen neuen Namen, neue Core-Anzahl oder auch den RAM zu verändern. Wenn wir das Ganze jetzt mal kurz machen, sehen wir hier kurz eine Warnung. Ja, sind natürlich einverstanden damit. Die aktuell darauf befindenden Daten werden natürlich überschrieben. Machen wir jetzt kurz. Genau, ging auch relativ zügig. Wie gesagt, eben weil nicht wirklich viel drauf ist. Dann dauert das jetzt einen kurzen Moment. Genau, ist schon hochgefahren. Und wir sehen, wir haben wieder einen voll funktionsfähigen Container, den wir frei benutzen können. Jetzt würden wir uns zusätzlich noch das Ganze ansehen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir die beiden Proxmox Backup Server nicht haben. Dann wäre jetzt unsere Ausgangslage, dass wir eben eine Single Node besitzen. Auf dieser würde jetzt im Optimalfall sich kein Container, keine VM eben besitzen, sondern wir würden das Ganze erst einfach eine normale Basisinstallation durchführen. Und auf diese Basisinstallation würden wir eben dann darauf eingehen, dass wir den Proxmox Backup Server nachinstallieren. Sprich, wir sehen, wir haben für diese Single Node, die wir eben gerade besitzen, die 10.22.225 mit dem Port 8006. Also 8006 ja für PVE. Und wir sehen, wir haben das gleiche, IP, also auch wieder die 10.22.225, jedoch mit dem Port 8007, also der für den Proxmox Backup Server steht. Diese ist aber noch nicht erreichbar. Liegt daran, da wir eben das Ganze noch nicht nachinstalliert haben. Dazu müssen wir jetzt einmal unter die Single Node reingehen, öffnen hier die Shell. Also funktioniert alles leider nur über die Shell, wobei das nicht wirklich viel Konfigurationsaufwand ist, wie Sie gleich sehen werden. Dazu gehen wir einmal mit Nano in die oder jeden anderen Editor, den Sie eben bevorzugen, in die etc/apt-source-List rein. Dabei sehen wir jetzt die ganzen PVE-Repositories, die sich eben gerade befinden. Und da muss ich jetzt kurz bei mir die Proxmox Backup Server Repositories rauskopieren. Also die kann man auch im Internet nachforschen. Oder es wird in Zukunft auch von unserer Seite ein Wiki-Artikel dazu entstehen, wie das Ganze gemacht wird. Kann man das Ganze einfügen. Man sieht, dass die neuesten bzw. die PBS-Repositories sind jetzt hinterlegt worden. Dann bestätigen wir das Ganze, speichern es ab und machen einmal ein Update. Somit werden einfach die neuesten Package-Versions heruntergeladen, beziehungsweise einfach geschaut, was für neue Versionen es gibt. Und mit einem apt-install proxmox-backup-server müssen wir das Ganze auch noch mal kurz bestätigen. Wird jetzt eben der Proxmox-Backup-Server nachinstalliert. Das geht auch wieder relativ zügig, ist nicht viel dabei. Wir sehen jetzt, wenn wir nochmal umschalten auf den anderen Tab und das Ganze kurz refreshen, haben wir jetzt hier unseren voll funktionsfähigen Proxmox Backup Server. Natürlich in der Auslastung ist der jetzt relativ gut ausgelastet, eben weil es als VM gerade läuft. Jedoch wenn Sie jetzt hier, könnten Sie dann eben den ganzen Data Stores, die ganzen Remote Syncs etc. etc. einrichten und könnten, falls es zu dem Disaster-Fall kommt, wovon man hoffentlich ja natürlich eigentlich nicht ausgeht, könnten Sie die Backups einfach also Backup-Server beim Single Node wieder hinzuzufügen und anschließend von der gleichen Storage einfach wieder hochstarten. Sprich, einfach das Ganze restoren, wie Sie es gerade eben bei den Containern gesehen haben, irgendeinen Pool auswählen, der sich auf dem PVE befindet und hätten somit die wichtigsten VMs oder auch Container wieder ja, voll funktionsfähig. Geht natürlich nur im begrenzten Maß, da natürlich der Proxmox Backup Server lang nicht so viele Ressourcen wahrscheinlich hat wie ein gesamtes Cluster, wobei man, wie man Jonas vorhin bereits erwähnt hat, das Ganze natürlich auch ein bisschen hochskalieren muss, damit man das dann eben ja, richtig konfiguriert hat.
Genau, so viel zu der Live-Demo. Dann würde ich jetzt noch mal kurz in den Foliensatz übergehen. Dabei habe ich Ihnen, wie vorhin erwähnt, den Prune-Simulator einmal als weiterführenden Link hinterlegt. Sie können die Tapes, wenn Sie solche nutzen, den PBS LTO Barcode Label Generator nutzen. Sprich, Sie können sich einfach nach einem bestimmten Schema das ganze Barcodes ausdrucken. Sie haben die Möglichkeit, sich die Subscription bezüglich der Preise auch nochmal ansehen und zusätzlich auch noch die PBS-Dokumentation. Falls Sie diese interessiert und Sie eben im späteren Verlauf noch irgendwelche Fragen hätten, wobei zu sagen ist, dass wir jetzt gleich eh in die Fragerunde übergehen, wobei wir Ihnen die ganzen Fragen noch beantworten, die offen sind. Und genau, falls es jedoch auch noch zu Fragen kommt, die eventuell im späteren Verlauf noch auftauchen, können Sie sich gerne an entweder mich unter npauli@thomas-krenn oder meinen Kollegen Jonas Stehr at Jonas, jsteer at thomas-krenn.com wenden. Und wir würden uns auch immer freuen, wenn wir neue Kontakte über LinkedIn gewinnen, um ja, sich auch dabei ein bisschen auszutauschen. Genau, dann bedanken wir uns schon mal für eure Aufmerksamkeit und die zahlreiche Teilnahme. Und ich würde jetzt an Tobi nochmal übergeben, der das Ganze jetzt mit der Fragerunde einleiten wird. Genau, erstmal herzlichen Dank an euch beiden, Jonas und Niklas. Ich denke, das war wieder eine sehr gute Kombination aus Theorieunterricht und dann auch Live-Demo und Praxiserfahrung. Und wir starten direkt mit der Fragerunde. Die erste Frage kam recht zeitig, dementsprechend eher an dich, Jonas. Wenn ich gerade sehe, dass die Zwei-Faktor-Authentifizierung beim Backup-Server verfügbar ist, kann man das auch für die reguläre Proxmox-Server-GUI konfigurieren? Das wäre schick, sagt der Fragensteller. Ja, das geht. Okay. Dann die Frage, warum ZFS als Storage? Welche Vorteile hat das gegenüber EXT4, da PBS selber Deduplizierung und Komprimierung macht? Ja, wir Ganz haben gerne. eben zum einen schon mal den Vorteil, dass wir eben ja, zusätzlich die Hardware eben nicht noch kaufen müssen. Sprich, wir brauchen beispielsweise den Hardware RAID Controller nicht, da das Ganze über den Software RAID dann eben bei ZFS läuft. Und zusätzlich haben Sie eben da auch ja die gleichen Möglichkeiten wie auch beim Hardware RAID. Ich weiß nicht, Jonas, hast du noch weitere Punkte diesbezüglich? Naja, ZFS ist halt für die Datenintegrität und Sicherheit sehr bekannt und auch wenn das in gewisser Art und Weise natürlich auch bei dem PBS über die Software irgendwie geht, bin ich doch der Meinung, dass ZFS als Basis darunter doch von Datensicherheit und Integrität her stabiler ist als jetzt ein RAID-Controller mit EXT4 drüber. Ja. Dann kommen wir zur nächsten Frage. An der Stelle schon mal auch danke an alle Fragenstellerinnen und Steller. Da kommt einiges rein, das ist super. Wenn man den Backup-Server als Quorum-Device nutzen möchte, ist das dann einfach ein weiterer Dienst, fragt der Fragensteller, direkt auf dem Server oder irgendeine virtuelle Instanz, in Klammern LXC, in der das dann läuft? Nee, das ist tatsächlich ein reiner Dienst, den man eben beim Proxmox Backup Server dann nachinstallieren kann. Gibt es auch eine gute Anleitung. Muss man allerdings auch alles über die Shell machen, aber anschließend installiert man eben den CuriosenQ-Device nach und fügt dann eben dann beim den 2-Node-Cluster, wenn man davon jetzt mal ausgeht, dass man den PBS als dritte Node haben will, fügt man das Ganze hinzu und hat eben dann somit wieder sein ja, das 2-Node-Cluster und eben ein Quorum-Node, also den Proxmox Backup Server. Man könnte es aber halt allerdings nur, wenn es halt diese Nested, also PVE mit, oder ja, Nested würde man es gar nicht nennen, also wenn man diese Kombination aus PVE und PBS hat, könnte man natürlich schon auch das Quorum in einem Container betreiben. Aber typischerweise bei einem Standard Proxmox Backup Server hat man ja nicht die Möglichkeit, Container und VMs zu erstellen, nur bei dieser verschachtelten Variante. Dann kommt eine etwas längere Frage, ein Fallbeispiel, wenn man so möchte.
Wie kann man die initiale Migration eines Remote-Sync-Jobs offline vornehmen? Ich habe festgestellt, dass bei Internetanschlüssen mit 24-Stunden-Trennung, in Klammern Deutsche Telekom, leider diese immer fehlschlägt, weshalb ein Remote-Sync eines lokalen PBS am Telekom-Anschluss auf einen Remote-PBS im Rechenzentrum fehlschlägt. Könnte ich die Frage per Chat haben? Ja, dann bitte ich einmal die Chrissy aus dem Backoffice, die Frage noch mal kurz zu kopieren. Ach so, weil der erste Sync-Job zu lange dauert. Ah, deswegen die Zwangstrennung kommt. Ja, gute Frage. Habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Ich überlege mal. Mir wäre jetzt keine Möglichkeit bekannt, das irgendwie in ein Offline-Medium zu übertragen. Dass man sagt, hier ist so eine initiale Befüllung mittels USB-Platte zum Beispiel. Müssen wir, glaube ich, selbst recherchieren. Also habe ich jetzt noch nichts gelesen darüber. Ja. Dann würde ich jetzt einfach mal kommunizieren, dass wir uns da nochmal auch mit dem Fragensteller in Verbindung setzen im Nachgang. Ne? Sehr gute Frage ja. Und die Jungs gehen dann in die Recherche. Dann die nächste Frage. Wie funktioniert der DDAP mit Directory in Klammern XFS ohne ZFS? Wie es im Detail funktioniert, weiß ich tatsächlich nicht. Also meine Info war lange Zeit eigentlich, wurde ich eines Besseren belehrt, dass der PBS, ich weiß nicht, wieso ich das gedacht habe, ich dachte, es war auch mal so, dass der nur mit ZFS entsprechend das alles kann. Ich wurde aber, wie gesagt, vor kurzer Zeit darauf hingewiesen, dass das auch alles mit RAID-Controller funktioniert oder mit anderen Storages. Was genau und wie das Proxmox im Hintergrund mit der Deduplizierung macht, weiß ich nicht. Ich denke mal, da wird halt geschaut, welche Chunks gibt es. Sind die Chunks mit der Checksumme identisch? Weil, naja, Checksumme, gleicher Inhalt, gleiche Checksumme, dann merkt er das und speichert halt den Chunk nicht nochmal, sondern referenziert ihn. Aber jetzt eine technischen Beschreibung mit Ablauf und so, wer, wie, wo, was, das haben wir tatsächlich nicht parat. Nee. Da müsste man Proxmox selbst befragen, sofern die Details hier rausrücken. Okay. Wir machen weiter mit der Frage. In Proxmox VE kann per Metrik die Performance-Daten an eine InfluxDB geschickt werden. Diese Funktion finde ich aber in PBS derzeit nicht. Ist diese Funktion derzeit schon vorhanden und eventuell per CLI zu konfigurieren oder kommt diese erst später? Niklas, das könntest du, glaube ich, über den Desktop-Sharing zeigen, jo. Oder? Moment, ich muss noch mal kurz wechseln. Genau, also wenn wir das Ganze, muss ich das, gehen wir auf den zweiten, haben Sie eben auch hier die Möglichkeit unter der Konfiguration, eben auch wie vorhin genannt, die Metrik-Server zu erstellen und anschließend können Sie auch hier, also wie bei PKI eben auch, das Ganze über HTTP oder auch UDP machen. Also beides dabei läuft auch wieder über InfluxDB. Sie einfach auf Add klicken, das Ganze hier ausfüllen und genau, also funktioniert genau wie bei PVE. Die Möglichkeit ist da. Danke sehr. Wir machen weiter mit der folgenden Frage. Gibt es zu den Tape-Lips irgendwelche Hersteller- oder auch Modellempfehlungen seitens Thomas Krenn? Zum Beispiel, weil diese direkt über Thomas Krenn bestellt werden können. Kann man bei einer kleinen Lösung auch mit einem einzelnen Tape-Laufwerk, also kein Robot, arbeiten oder erwartet der Backup-Server zwingend einen Robot? Also er erwartet definitiv nicht zwingend einen Robot. Es gibt einfach nur die Möglichkeit, dass man das Ganze noch konfiguriert. Jedoch ist zu sagen, wir haben das Ganze leider noch aktuell noch nicht getestet mit der Tape-Library, aber können das Ganze sehr gerne mal für Sie austesten und Ihnen dann nochmal Feedback geben, also wie genau das Ganze funktioniert, aber ich bin mir sicher, es benötigt nicht einen Tape-Robot und bezüglich
Empfehlungen kann man eben sagen, dass von Seiten Proxmox zumindest alle LTO ab den Version 4 unterstützt werden. Somit, ja, je nach Bedarf kann man da eben variieren, was man braucht. Kann man nur mit LX10, Entschuldigung, Jonas? Interessant ist vielleicht noch, passt gerade zum Thema, seit der 2.4 gibt es auch den, ich glaube, noch experimentellen Support für Warm-Tapes. Das könnte vielleicht für den Fragesteller noch interessant sein. Das wollte ich noch kurz eingeworfen haben. Danke dir. Kann man nur mit LXC einen filebasierten Restore durchführen oder auch in einer VM? Das funktioniert sowohl beim L, genau, funktioniert bei beiden. Sorry. Kein Weg. Okay. Wichtig ist dann, nur, wenn man die, man sieht halt alle Partitions bei VMs und es kommt leider bei den Partitions, die er halt nicht lesen kann, nämlich die zum Beispiel die UEFI-Partition, kommt halt immer ein kurzer Fehler. Das heißt, man klickt sich halt durch alle Partitionen einmal durch. Das sind ja in der Regel nicht so viele. Und wenn man halt dann die NTFS oder LVM oder ZFS-Partition, also das sind sehr viele unterstützte Filesysteme dabei, erwischt, dann sieht man da halt den entsprechenden Dateisystembaum und kann einzelne Files wiederherstellen. Was nicht geht, ist, dass man zum Beispiel, wie es man von anderen Lösungen kennt, direkt zum Beispiel gleich in ein File aus der aus dem Exchange zum Beispiel rauszieht oder aus einem Postfix oder was auch immer, sondern das ist wirklich Filesystemebene, nicht noch tiefer. Es gibt auch schon Anstrengungen von Proxmox VE, da diese Files, wenn man sie restored, auch automatisch in die noch funktionierende VM direkt rein zu restoren. Das geht nämlich noch nicht. Aktuell ist es so, wenn man einen File Restore macht, dann kann man die Datei, die man halt sucht und auswählt, downloaden und die wird aber dann auf den Client, auf dem man gerade den PBS öffnet, runtergeladen. Die Anstrengung, die es aktuell gibt, ist, dass mittels einer weiteren VM, die dann angestartet wird, diese über SCP zum Beispiel direkt in die Original-VM rüber übertragen werden kann, in die gerade verlaufende VM sozusagen. Das ist aber alles noch im Überlegungen und gibt es einen Verbesserungsvorschlag im Bugzeller dazu. Wir machen weiter mit der Frage, tickt im Inneren des PBS ein Borg-Backup? Und falls ja, könnte man den PBS auch als Borg-Repository für Nicht-Proxmox-Server verwenden? Das weiß ich nicht. Also ich denke nicht. Ich denke, das hat Proxmox selbst entwickelt. Könnte man jetzt im Quellcode noch schauen, ob da irgendwelche Referenzen zu wären, aber wäre mir ganz neu. Da das ja sonst ein bisschen bekannter wäre. Aber können wir gerne aufschreiben. Ich denke aber nicht, dass da, ich denke, das ist komplett eigenentwickelt. Dann eine kurze und knackige Frage. RDX als Tape möglich? Fragezeichen. Wüsste ich jetzt tatsächlich ehrlich gesagt nicht aus dem FF, aber kann ich gerne mal nachschauen. Außer Jonas, du weißt es zufällig gerade. Nee, also man muss auch sagen, wir sind tatsächlich mit dem PBS noch nicht so weit hinsichtlich Tape Support. Den haben wir tatsächlich nur in der Theorie bisher umgesetzt bzw. uns angeguckt. Allerdings nicht jetzt mit einer eigenen Library. Da sind wir aktuell noch in der Umsetzung. Aber wir schreiben uns gerne die Frage auf und klären sie im Nachgang. Jedenfalls machen wir dann auch einen Wiki-Artikel mit so typischen Fragen, die vielleicht auch aus diesem Webinar zusammengekommen sind. Und dann könnten wir die auch ins Wiki packen bei uns für alle weiteren, die es interessiert. Super. War der Container während des Backups im Snapshot-Mode down? Nee, da gibt es tatsächlich, wie vorhin schon gesagt, ja, die drei, ich teile dazu noch mal kurz meinen Bildschirm, also das andere Fenster, gibt es ja drei verschiedene Modi, wie man das Ganze backuppen kann. Zum einen den Snapshot-Modus, zusätzlich muss ich das kurz noch mal neu laden lassen.
obwohl es gerade nicht will. Egal, es gibt auf jeden Fall den Snapshot-Modus, den Suspend-Modus, genau jetzt, und den Gestoppen-Modus. Dabei wird beim Gestoppen-Modus der Container komplett heruntergefahren und dann erst gebackupt. Beim Suspend-Modus ist das Ganze ein bisschen so ein Zwiespalt, sage ich jetzt mal, zwischen dem Snapshot und dem Stop-Modus. Sprich, beim Snapshot wird er schon relativ zügig heruntergefahren, jedoch nur bis ein paar Chunks bzw. ein Teil vom Backup gemacht worden ist und anschließend gleich wieder hochgeladen. Beim Suspend ist das ein bisschen so ein Zwiespalt. Dabei sollte man jedoch immer wieder auf den Snapshot zurückgreifen. Aber meiner ist definitiv nicht down die ganze Zeit. Kann man das kurz mal nachstellen? Also mach mal kurz bitte ein Backup auf den PBS mit Snapshot. Ich dachte nicht, dass der runterfährt, aber vielleicht irre ich mich auch. Ne, genau, beim Snapshot-Modus eben nicht. Beim Suspend-Modus wird der kurz heruntergefahren. Genau, falls das gerade falsch formuliert war. Genau, also beim Snapshot bleibt der Container an. Beim Container gibt es dieses Verhalten nur eigentlich in PVE, wenn man zum Beispiel eine Live-Migration macht, wird er gestoppt. Oder wenn halt hier beim Backup der Stopp-Modus drin ist. Vorhin war der Container nur aus, weil der vorher schon aus war. Deswegen sah es vielleicht so aus beim Backup, dass er aus war. Was er ja auch war, aber nicht wegen den Backups, sondern weil wir ihn nicht angeschaltet hatten. Ja. Vielen Dank. Kann man die Backups auch offline sichern? Stichwort Festplatte im Schließfach. Man kann einen Sync-Job machen auf beliebig viele Ziele. Also Sync-Job ist nicht beschränkt auf einen weiteren PBS. Wir haben schon ein bisschen probiert, aber das ist eher noch im Testing. Man kann zum Beispiel auch Remotes anlegen, die keine Remotes wirklich sind. Beispielsweise kann ich auch eine lokale USB-Festplatte oder sogar ein NFS, das ich eingebunden habe, also alles, was man halt über das Filesystem irgendwie ansprechen kann, kann man als Remote sozusagen hinterlegen, auch wenn es nicht Remote ist, sondern einfach nur ein weiteres Device. Und dann wäre es zum Beispiel auch möglich, einen Remote anzulegen, also beispielsweise eine USB-Platte oder was auch immer, und dort dann die Backups zusätzlich zu synken. Das bedingt aber, dass ich sie lokal erstmal trotzdem wo haben muss, also auf einem normalen Pool. Data Store, aber so sind da sehr viele flexible Möglichkeiten dann gegeben durch diese Remotes, die nicht wirklich remote sein müssen und auch kein PBS. Das kann auch ein lokales Directory sein oder was auch immer der Linux-Dateisystembaum hinsichtlich der Pfaden so hergibt. Also alles, was halt irgendwie über Linux ansprechbar ist. Kann man sinnvoll mit einem nachinstallierten Backup-Service auf einem Single-Node-PVE die VMs und Container auf Tapes sichern? Also Single-Host, dann PBS nachinstallieren und dann auf Tape. Okay. Single-Node-PVE war es. Ja. Genau. Ich überlege gerade, Niklas, weißt du, ob der Tape-Support bedingt, dass die Backups schon woanders, die müssen schon woanders liegen. Ja. Also von der Theorie her könnte man das natürlich schon nachinstallieren, allerdings braucht halt der Backup-Server auch einen Pool, den er verwenden kann für das Ablegen der Backups, weil erst von der Ablage kann man dann entsprechend die Backups auf das Tape schieben. Und das muss halt vom Server her möglich sein. Wenn das möglich ist, würde ich sagen, spricht nichts dagegen, dass das machbar ist. Genau. Okay. Hast du Ergänzungen, Niklas, oder willst du was sagen? War mir jetzt nicht sicher. Nee, ich habe nur kurz überlegt, wie sinnvoll das ist, vor allem ist, wenn man sowieso auf der Single Node, die unter dem PBS schon liegt, überhaupt die VMs Container speichern will, beziehungsweise davon schon ausgeht, weil im Normalfall ist es ja eigentlich wirklich nur für einen Recovery-Fall notwendig, dass man eben den PBS on top of PVE installiert und nicht, dass man das PVE nutzt und zusätzlich noch auf dem PBS backupt.
Ja, also es ist halt so, Backup auf dem gleichen Host, wo das Produktivzeug liegt, ist halt meistens nicht so eine gute Idee, aber ich habe es schon entsprechend verstanden. Mit dem Tape wäre das ja dann sozusagen ausgelagert, aber damit man aufs Tape schreiben kann, muss das erstmal lokal wo liegen. Da müsste man wirklich mal sich ein bisschen das durchspielen. Eventuell kann man das so gestalten, dass die halt maximal kurz nur auf dem gleichen Blech liegen und so schnell wie möglich aufs Tape kommen. Aber soweit ich weiß, wie gesagt, müssen die erst lokal irgendwo auf dem PBS, der bei Ihnen dann auch der PVE ist, liegen und dann erst aufs Tape kommen. Das heißt, sie müssen zumindest temporär auch den Speicher bereitstellen können. Und mittels der Pruning-Einstellung und Garbage Collection könnte man das halt so gering wahrscheinlich einstellen, dass die dann nicht lang legen würden, sondern relativ zügig, nachdem das Tape die Daten erhalten hat, dann auch wieder lokal mittels der Garbage Collection gelöscht werden würde. Ist aber sehr Wie? theoretisch, das sollten Sie auf jeden Fall durchtesten. Ja. Wie funktionieren inkrementelle Backups bei VMs? Ja, dabei ist zu sagen, dass zwar der Proxmox Backup Server alle, beziehungsweise der Client sendet alle Backups inkrementell, jedoch das erste Backup, das immer von einer VM gemacht worden oder gemacht wird, wird immer als sogenanntes Vollbackup dann gemacht. Sprich, das Vollbackup wird dann auf dem Proxmox Backup Server, ja, man kann sich vorstellen, aufgeteilt und referenziert eben unterschiedliche Chunks. Und das darauf aufbauende inkrementelle Backup dann, das eben aufgrund von Reduzierung vom Netzwerk-Traffic entstanden wird, überprüft einfach nur, welche Änderungen es eben gegeben hat bei der VM und sendet diese dann eben an den Proxmox Backup Server. Und dieser referenziert zusätzlich zu den Chunks, die er beim Vollbackup schon referenziert hat, auch die erweiterten, also andere Chunks vom inkrementellen Backup. Genau. Und alle darauf weiterfolgenden sind dann immer wieder inkrementell. Jedoch liegt beim Proxmox Backup Server dann wirklich immer ein Vollbackup, dadurch, dass er eben immer auf das erste Backup auch wieder zugreift, beziehungsweise auf die Chunks, die bereits referenziert worden sind, auch wieder zurückgreift. Ich weiß nicht, wie technisch der Fragesteller da die Antwort wollte. Falls die Idee eher war, wie es denn technisch so vom Software-Stack her funktioniert, geht das bei VMs mittels der QM Dirty Bitmap. Einfach vielleicht mal recherchieren. Über diese wird das inkrementelle Backup bemerkt. Das heißt, soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe, diese QM Dirty Bitmap, die merkt sich die Bits bzw. die Daten, die seit dem letzten Snapshot verändert wurden, und dadurch gibt es halt auch die Möglichkeit, diese dann nachträglich als Inkrement über das Netzwerk zu sichern. Bin ich aber auch nicht so tief drin, deswegen einfach die QM Dirty Bitmap suchen, findet man auch in der QEMU Documentation. Funktioniert ein File-Level-Restore auch mit einer Windows-VM? Das funktioniert genauso. Dann machen wir direkt weiter. Unterstützt der Backup-Server VSS-Backup Snapshots? VSS wird getriggert, ja. Also ich habe schon mehrfach gelesen im Forum, dass das funktioniert. Und ich glaube, wichtig ist nur, dass der QEMU Guest Agent aktiviert ist, weil ohne den der VSS nicht angesprochen werden kann. Dann haben wir zwei Hinweise, die beziehen sich auf die Zwangstrennung, die sollte es nicht mehr geben. Und ein Hinweis ist, Zwangstrennung einfach einstellen für eine bestimmte Uhrzeit. Wenn ihr das kommentieren möchtet, gerne. Ansonsten mache ich weiter mit den nächsten Fragen. Ich glaube, der Fragesteller hatte das Problem, dass das Backup länger dauert wie 24 Stunden. Von daher die Zwangstrennung, soweit ich weiß, kann man ja nur auf eine Uhrzeit einstellen und nicht auch sagen, hier erst in 3 Tagen. Aber der erste Kommentar war ja, dass man die komplett mittlerweile ausstellen kann. Das wäre dann auch die Empfehlung, sofern das möglich ist. Dann kommt ein Fallbeispiel wieder. Ich habe einen PBS auf einen Auktionsserver bei Hetzner. Dieser stürzt in unterschiedlichen Intervallen, in Klammern zwischen 1 Stunde und 2 Monate, zu einem Black Screen ab.
Hardware wurde bereits komplett getauscht plus neu installiert. Sind Hardware-Inkompatibilitäten oder vielleicht andere Ursachen dafür bekannt? Also ich kenne natürlich jetzt die Hetzner-Server nicht, aber so aus Erfahrungswerten her benutzen die oft Desktop-Hardware, damit sie auch so günstig sein können, wie sie sind. Das hat natürlich auch einige Nachteile. Beispielsweise werden da oft Dreck eingesetzt, die keine Power-Loss-Protection haben. Und das kann durchaus auch sein, ich weiß nicht, und was die da drunter für eine Stack haben. Also sollte man vielleicht auch prüfen, ob ZFS im Einsatz ist, eventuell in Kombination mit einem RAID-Controller, das ist nämlich nicht supported, oder ob da vielleicht doch wirklich ein normales RAID mit EXT4 dann im PBS verwendet wird. Also das kann man jetzt nicht pauschal beantworten, aber ja, es ist wichtig, kein ZFS mit RAID-Controller zu kombinieren. Wichtig, keine Desktop-Hardware zu verwenden und ja, genau. Das sind so die wichtigsten Punkte, denke ich. Kann es passieren, dass eine VM mit der ID 100 aus beispielsweise PVE1 bei der Deduplizierung auf dem Backup-Server mit einer VM 100 aus PVE2 überschrieben wird? Oder wird vom Backup-Server auf weitere Namen wie zum Beispiel Labor oder Node-RED geachtet? Nee, dabei wird das Ganze nicht beachtet. Jedoch ja, gibt es auch bei PVE eben die Möglichkeit, falls man eben die Namespaces nicht einstellen will, also damit man das Ganze überhaupt schon vermeidet, gibt es auch die Möglichkeit, eine VM-ID-Range einzustellen. Sprich, dass es bei unterschiedlichen Clustern oder unterschiedlichen Single Node überhaupt nicht die gleiche VM-ID gibt. Und zusätzlich überschrieben wird es aber trotzdem nicht, da eben das ja, Backup wieder erweitert so quasi wird und es beachtet natürlich auch immer die Zeit und nicht nur die reine ID, die eben gerade gebackupt wird, sondern die Zeit, das Datum, genau. Also, wenn die VMs halt schon existieren, ist es einfacher, die Namespace zu nutzen. Das war ja so die Idee, dass wenn man mehrere Cluster hat mit denselben IDs, dass man dann Namespaces benutzt. Das ist auch so die Empfehlung, weil im Nachgang die Range einzustellen ist nur für neue VMs dann gut, aber halt für die anderen nicht nützlich. Ich bin mir nicht sicher, das muss ich selber noch recherchieren, ob die Deduplizierung über alle Namespaces geht oder nur pro Namespace. Das würde mich mir gerade eingefallen, wäre ganz interessant noch. Aber wie gesagt, Empfehlung wäre halt, die VMs, wenn sie die gleichen IDs haben, mittels Namespaces zu separieren. Und dann kommen sich die auch nicht in der Quere beim Backup. Dann kommt der Hinweis, dass für einen Fragensteller auch das Thema Seeding sehr interessant ist. Da kann ich an der Stelle vielleicht auch sagen, in der Feedback-Runde gleich können Sie natürlich auch gerne äußern, welche Themen grundsätzlich für Sie spannend sind. Und dann versuchen wir das natürlich auch so gut wir können zu berücksichtigen. Und wir machen weiter mit der nächsten Frage. Also da ist einiges los hier zum Thema Backup-Server. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. In der Roadmap steht Backup-Clients for other operating systems. Wissen Sie dazu noch mehr, beziehungsweise eventuell, wann das kommen soll? Gibt es Infos zu den Funktionen solcher Backup-Clients? Niklas, du wolltest, glaube ich, gerade. Genauere Infos haben wir da seitens Proxmox eben auch nicht, sprich, wann genau das Ganze kommen wird und was da alles mit einbezogen sein wird. Haben wir da keine zusätzlichen Informationen, aber ja, eventuell rücken die da noch was raus und wir können das eventuell abklären, wann das Ganze so ungefähr kommen wird. Aber vermutlich mit dem Also, nächsten Major Update. es gibt ja schon einige Linux-Clients. Ich glaube, Debian und Ubuntu. Ich bin nicht sicher, ich muss gerade mal selber nachgucken. Also, es gibt schon Linux-Clients. Ich denke, es geht nur darum, dass man noch weitere hinzufügt. Primär jetzt aber auch aus dem Linux-Bereich. Ob da jetzt was mit Windows zum Beispiel in Arbeit ist, weiß ich nicht. Ob es da vielleicht auch schon einen gibt. Aber das können wir gerne nochmal nachgucken. Wir benutzen tatsächlich den Backup-Server rein für VM und Container-Backup, wie ja, die meisten Kunden.
da das Ganze mit dem Client natürlich nur CLI-basiert ist und das für viele halt schon ein Hindernis ist oder nicht gewünscht. Und genau, aber wie gesagt, den Client gibt es schon, der ist auch sehr funktionsmächtig, allerdings halt noch nicht für alle Betriebssysteme. Dann kommt zwischendurch immer mal wieder auch ein Dankeschön rein. Es war ein klasse Webinar, vielen Dank. Aber jetzt muss ich los. Punkt, Punkt, Punkt. Also auch das möchte ich euch gerne vorlesen. Und hier jetzt auch was ganz Interessantes, denn ein Gast schreibt oder wendet sich an den Fragensteller mit dem Telekom-Anschluss. Das möchte ich natürlich auch gerne vorlesen, in der Hoffnung, dass der oder diejenige noch anwesend ist. Und zwar Telekom-Anschlüsse, selbst privat. Kundenanschlüsse haben keine tägliche Zwangstrennung. Da vielleicht mal das Häkchen aus der vermutlich Fritzbox nehmen und schauen, wie lange die IP bleibt. Vielen Dank also auch an Naja. Sie, dass Sie sich hier nochmal dazu geäußert haben. Das kann auf jeden Fall helfen. So, Backup zum Beispiel 22 Uhr, dann Zwangstrennung auf 5 Uhr morgens einstellen am Router. Da ist jetzt keine Frage für mich mit drin, aber vielleicht könnt ihr das kommentieren. Ja, ich glaube, das war nur ein weiterer Lösungsvorschlag. Ich wusste auch nicht, dass das von der Fritzbox kommt, die Zwangstrennung. Ich dachte irgendwie schon, dass das noch gibt. Früher gab es das ja auch vom Provider. Dann werde ich das bei mir auch ausstellen. Also ja, in der Fritzbox dann, wenn es eine Fritzbox ist, oder im Router entsprechend den Haken entfernen. Ja. Genau. Wenn Proxmox die Deduplizierung nicht mit ZFS, sondern selbst übernimmt, ist die Deduplizierung in Proxmox auch so RAM-hungrig wie die Deduplizierung in ZFS? Wäre mir jetzt nicht bekannt, dass die so RAM-hungrig ist. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das die von ZFS ist. Weil die von ZFS ist ja sehr RAM-hungrig. Genau, aber können wir nochmal nachfragen, ob das, auf welcher Technik das basiert. Vielleicht ist das ja auch irgendwie Open Source Technik, die schon existiert und weiterverwendet wurde. Ist aber meines Wissens nach gibt es da auch keine Info. Ich schaue gerade parallel im Hardware Guide von Proxmox hinsichtlich Dedup, weil man das ja auch gar nicht, soweit ich weiß, ausstellen kann. Also dann wäre es ja eigentlich ein Musskriterium für die Hardware Beratung hinsichtlich Proxmox VE bzw. PBS und da ist kein Hinweis drin. Deswegen denke ich nicht, dass die RAM-hungrig ist. Aber ja, bei ZFS ist das echt fatal. Also da macht das oft gar nicht Spaß und ist auch fatal, weil das nach Erstellung nicht mehr ausgestellt werden kann. Beim selben Pool haben wir auch bei Alternativprodukten von uns wie OpenEE zum Beispiel, sollte man sich gut überlegen, ob man Dedup einsetzt. Falls man das nachträglich deaktiviert, muss man den Pool neu erstellen, damit auch die bisher schon deduplizierten Daten nicht mehr dedupliziert sind. Also wichtiger Punkt für ZFS, ja. Was ist das Nonplusultra-Medium für ein revisionssicheres Backup? Revisionssicher. Naja, also ich habe geguckt, ich denke, das revisionssicher Kriterium, das jetzt noch nicht besprochen wurde, ist halt die Unveränderlichkeit. Und ich bin mir nicht sicher, ich bin jetzt tatsächlich kein Backup-Admin. Würde das für mich bedeuten, dass das ja zwangsläufig ein Warm-Medium sein muss? Weil write once, read many, glaube ich, heißt es ja. Das heißt unveränderbar und da gibt es den Support jetzt seit 2.4. Von daher darfst du vielleicht mal angucken. Also 2.4 kam vor ein, zwei Wochen raus, glaube ich. Da entsprechend die Warm-Tapes im Blick behalten. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück, bevor ich das gleich vergesse. Der Fragensteller, der das Statement abgegeben hat, Zwangstrennung sollte es nicht mehr geben, kommentiert später auch noch, ich habe es bisher nicht gefunden und er meinte es nicht grundlagentechnisch. Das möchte ich nur kurz noch mit einbauen, bevor das gleich zu weit hochrutscht im Chat.
Und ich gehe jetzt weiter in der Fragenliste. Wir machen das chronologisch, vielleicht auch mal für alle Gäste ganz wichtig zu wissen. Wenn Sie länger warten müssen, dann liegt das daran, dass es schon Fragen vorher gab. Jetzt kommt aber die nächste. Kann man beim Start oder auch beim Ende des Backups auch Scripts in einem LXC oder einer VM ausführen, zum Beispiel bei DB Dump? Mir wäre da keine Option bekannt im Client aktuell. Ich kenne das noch von Veeam zum Beispiel, da gibt es sowas. Ich bin mir sicher, da gibt es schon einen Feature Request im Bugzilla, dass man ein Skript danach ausführt. Muss halt programmiert werden, da ja das Skript dann innerhalb der VM ausgeführt werden muss mit dem richtigen User und den richtigen Rechten. Mir wäre nicht bekannt, dass sie das schon haben, aber ich bin mir sicher, da gibt es schon den entsprechenden Feature Request im Bugzilla. Dann mache ich weiter, oder? Mit der nächsten Frage. Sollte der PBS am besten parallel installiert auf einem PVE installiert werden, wie im Beispiel vorhin, oder kann der PBS auch als VM in einem PVE laufen und zum Beispiel ein externes Storage mit einbinden? Das wird theoretisch schon funktionieren, sprich, Sie können den PBS eben auch als VM dann wieder laufen lassen und eben dabei dann beispielsweise ein NFS etc., was Sie eben einbinden wollen, auch wieder mit einbinden. Ist eben nur die Frage, was es eben für ja, wirkliche Vorteile bringt, wenn man das Ganze als VM laufen lassen würde, anstatt dass man es einfach on top of PVE installiert. Da ist da trotzdem immer noch eine Bare-Metal-Installation ist und nicht eine virtualisierte. Also, wenn man nur einen Single Host hat, dann sollte das Backup ja zumindest datentechnisch woanders liegen. Das heißt, das kommt ja dann Ihr Vorschlag mit externem Storage etc. so weiter ganz richtig hin. Allerdings muss man ja auch bedenken, wenn Sie jetzt den Single Host verlieren, was ja so der Worst-Case-Szenario ist, dass Sie ein komplettes Backup recovern müssen aus den bestehenden Daten auf dem externen Storage. Dann haben Sie ja auch die VM, die PBS-VM nicht mehr. Wir haben noch nicht getestet, aber das haben wir genau, das haben wir noch als Idee im Kopf, ob wir dann direkt das NFS, das man zum Beispiel in den virtualisierten PBS integriert hat, ob man das dann im Nachgang einfach auf einen neu installierten PVE als NFS hinzufügen und dort aus die Backups recovern kann. Das haben wir noch nicht probiert. Also, ob man sozusagen die Backups auch benutzen kann, ohne dass es einen lauffähigen PBS gibt. Das haben wir noch nicht getestet, aber ist auf unserer Agenda. Ich denke, die Chancen stehen gut, dass es geht. Was natürlich dann erstmal nicht geht, ist, die ganzen Backup-Settings sind halt weg. Also, auch die zukünftigen Backups müssen dann alle neu konfiguriert eingestellt. Die bisherigen Referenzen, weiß ich nicht, ob er die dann noch versteht. Wahrscheinlich, das weiß ich nicht. Also, das müssen wir, wie gesagt, testen. Prinzipiell spricht nichts dagegen, ein NFS zum Beispiel da zu verwenden. Genau. Ansonsten empfehlen wir schon immer komplett eigenes Blech für PBS. Dieses Szenario, das wir heute gezeigt haben mit dem auf PVE installieren, das ist wirklich nur für den Recovery-Fall, Disaster Recovery. Das ist nicht dafür gedacht, das auf dem Produktivsystem nachzuinstallieren. Das ist nur eine Art, wie man PBS auf dem wirklich tatsächlichen Hardwareblech für den PBS um Virtualisierungsfunktionen erweitert. Oder, ja, genau. Kann ein Backup direkt auf ein NAS-Laufwerk in Klammern SMB oder NFS erfolgen? Würde man diesen Storage dann als Data Store einbinden? Ja, also im PBS kann man mehrere Storages hinterlegen. Also direkt weiß ich gar nicht. Können wir mal kurz in die UI schauen, Niklas? Jo, natürlich. Also als Sync-Job geht es auf jeden Fall, aber für einen Sync-Job braucht man ja, glaube ich, auch einen lokalen Data Store, wie ich schon vermutet. Gehen wir auf Add Data Store. Kann man hier auch.
Ist nur ein Backing-Path. Das müsste auch mit einem Genau. NFS-Pfad gehen, ja. Ja, das geht. Oder auch mit iSCSI, aber es hat die Frage, also NFS wäre da wahrscheinlich eher einfacher umzusetzen. Aber ja, jetzt kommt es mir gerade, das hat ein Kunde auch von uns schon gemacht. Der hat eine so Knowledge noch irgendwo gehabt und der hat das NFS als Data Store eingebunden und als Data Store verwendet. Was wir aber noch nicht mit dem Kunden getestet und ich habe auch noch kein Feedback von ihm bekommen. Und was wir selbst noch nicht herausgefunden haben oder probiert haben, ist, kann ich das NFS dann von der Synology beispielsweise direkt auf den PVE einbinden, ohne dass ich den PBS als Restore-Instanz ansprechen muss? Ich glaube, das geht, aber würde mich jetzt nicht darauf festnageln wollen. Kann man Aber ja, auch als. NFS, iSCSI, egal welches Storage Sie da verwenden, kann als Zielmedium für PBS Storages dienen, ja. Okay. Kann man auch einen Client-Rechner, Windows oder Linux, auf welchem kein Proxmox läuft, sichern? Also Linux ja, beim Windows bin ich mir noch nicht sicher. Schau gerade, ob ich was finde auf die Schnelle, aber so, also Linux-Client gibt's, Windows glaube ich gibt's noch nicht. Kommt vielleicht noch. Ja, nee, ich finde es jetzt auch nicht auf die Schnelle, aber also Linux-Client gibt's ja, da brauche ich auch kein Proxmox, deswegen ist es ja auch ein Linux-Client. Aber Windows wäre mir nicht bekannt, dass da schon was vorhanden ist. Ja. Genau. Beim lokalen Sync-Job auf USB-Wechselfestplatten, wie verhält sich der PBS im Fall, dass die Festplatten-ID wechselt, in Klammern Auto-Mount möglich, Fragezeichen, oder während der Ausführung nicht erreichbar ist? Naja, wenn es nicht erreichbar ist, denke ich, würde das Backup nicht machen. Also ich weiß gar nicht, welche sonstigen Auswirkungen es geben sollte. Das mit der wechselnden ID ist natürlich richtig. Da müssten Sie dann mittels Udefname-Ruling etc. zum Beispiel den Namen fixieren, das USB-Devices oder Devices aus der Klasse USB immer beim Anstecken mittels UDEF einen Namen XY erhalten. Da kann man ja mit UDEF-Rules ziemlich coole, komplexe oder ziemlich umfangreiche Settings machen. Das ist auf jeden Fall sinnvoll und eine gute Idee, ja. Ja, ich denke, wenn das Backup einfach nicht da ist beim Sync-Job, dann wird er ihn einfach nicht machen und wird es immer wieder versuchen, bis er wieder da ist. Reicht es beim PBS Storage mit ZFS Flash nur für Log oder Cache einzusetzen und ansonsten HDDs? Also empfohlen ist das Ganze natürlich trotzdem immer nicht, eben aus dem Grund, weil ja das Backup immer auf verschiedene Chunks sich aufteilt und somit ja relativ viele Random IOs eben entstehen. Jedoch, falls Sie trotzdem auf ein HDD-Setup setzen wollen und nicht Flash-Only nutzen, dann können Sie beispielsweise eine NVMe oder SSD auch als ZFS Special Device nutzen, um zumindest ein bisschen die Performance wieder zu boosten. Das ist auf jeden Fall möglich. Empfohlen ist es jedoch eigentlich nicht, sondern man setzt auf zumindest SSD-Only. Genau. Ja, ich glaube, das ZFS Special Device ist vielleicht noch zur Spezifikation. Die Proxmox empfiehlt, das einzusetzen. Der Fragesteller hat jetzt aber nach S-Log bzw. ZIL, glaube ich, gefragt. Und das Special Device, was Proxmox empfiehlt, ist meines Wissens nach was anderes. Also geht es um die Metadaten der Backups. Das heißt, es wird schon schneller, aber wie der Niklas schon gesagt hat, empfehlen Sie trotzdem als primäre Einsatzzweck, Einsatzlösung, so einen Einsatz von Full Flash. Aber ja, wir haben viele Kunden, die
HDD-Setups betreiben, die da auch zufrieden mit sind und die dann teilweise auch Special Devices verwenden, ist ja, ist auf jeden Fall nicht eine schlechte Idee. Ja. Könnte man mal kurz Sollte. zeigen, wo man in der GUI eine USB-Festplatte einbindet? Der Fragesteller findet den Punkt so nicht. Ich hatte noch kurz eine Ergänzung zu dem vorherigen. Niklas, du Ja. kannst ja dabei schon mal gucken. Beim ZFS Special Device ist noch wichtig vom Sizing her, dass das natürlich auch redundant ausgelegt werden muss. Wenn das Special Device verloren geht, kaputt geht, dann wären auch die Daten sonst weg. Das heißt, auch das ZFS Special Device sollte man mindestens mit zwei Datenträgern umsetzen, also entsprechend spiegeln. Genau. Da gibt es viele Möglichkeiten mittels ZFS. Das meiste ist aber tatsächlich über CLI dann nur, also das Special Device kann man jetzt meines Wissens nach nicht über die UI konfigurieren. Und das müsste man dann von Hand selber machen mittels ZFS-Bordmittel. Genau, bezüglich der anderen Frage, wie man die USB-Festplatte einfügt, weiß es tatsächlich nicht, ob das einen Punkt schon über die GUI gibt. Ich glaube aktuell noch nicht, sondern man muss das tatsächlich über die CLI mit einem Zpool-Import machen und kann dann eben das Device, also die USB-Festplatte, dabei hinzufügen. Über die GUI, glaube ich, ist das aktuell noch nicht möglich. Kannst du mal kurz in die PVE-Umgebung gehen und schauen, ob du der VM, also der PBS-VM, kann man der irgendwie vorgaukeln, dass es eine USB-Festplatte hat? Also. Dann testen wir das mal kurz. Aber ich glaube, das kann man nicht. Aber schauen wir mal, Hardware. Dann Add haben wir hier. USB-Device. Ja gut, dann müsste auch eins da sein. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man nämlich bei einem PVE einen USB-Stick ansteckt, was ja ähnlich zu einer USB-Platte dann ja vom UDEV und so weiter her ähnlich ist, wird ja diese auch unter Disks angezeigt. Das heißt, man könnte durchaus da auch ein Directory erstellen, was aber da glaube ich Proxmox nicht berücksichtigt und ja auch nicht so der typische Einsatzzweck ist, deswegen berücksichtigen Sie es vielleicht auch nicht, ist dieses Thematik mit demselben Namen. Aber rein theoretisch, wenn Sie die USB-Platte anstecken, wird die, denke ich, im PBS, wenn du nochmal auf den PBS gehst, Niklas, Ja. unter Disks angezeigt als weitere Festplatte. Wir haben jetzt ja keine USB-Disk hier drinnen, deswegen können wir das jetzt nicht nachstellen. Und dann könnte man ja über diese Disk ein Directory legen. Wie gesagt, das mit dem Namen wird er hier, glaube ich, nicht fixieren. Ja. Also, dass die immer im gleichen Mount Point ist und so weiter, das müssten Sie selbst machen mit etc FS Tab oder also und oder UDEV Rules. Welche Hardware muss für eine schnellere Verifizierung der Backups aufgerüstet werden? Ich meine, dass da auch das Special Device sehr nützlich war. Genau, aber das würde ich auch aufschreiben und im Nachgang noch nachliefern. Der Kollege Brian Cullen hat mich da schon mal sehr ausführlich dazu informiert. Ich habe es aber gerade nicht mehr im Kopf. Der ist da intern so ein bisschen der Spezialist hinsichtlich ZFS Special Devices. Ich meine, dass die Aussage war, dass das Special Device entsprechend die Verifiers beschleunigen kann, mit Betonung auf kann. Also, wie gesagt, die Empfehlung ist Ullflash. Das Special Device kann Verbesserungen bringen, aber so richtig festnageln lässt sich da die Proxmox Server Solutions GmbH nicht und empfiehlt weiterhin Full Flash. Aber es klingt schon danach, als würde das Verbesserung bringen, ein Special Device einzusetzen. Genau. Aber würde ich tatsächlich aufschreiben und da bitte ich unsere Organisatoren, die Fragen da entsprechend zu sammeln, die wir noch im Nachgang bearbeiten, damit wir die dann auch aufbereitet im Wiki bereitstellen können, die Antworten.
Genau, sie sagt schon, hat sie. Sehr schön, danke dir. Genau, das ist die Chrissy Kroll im Backoffice. Danke, Chrissy, dass du hier Genau. alles organisierst. Wir machen weiter mit dem Thema Zwangstrennung. Das scheint wirklich viele zu beschäftigen. Und es ist tatsächlich nochmal der Herr, der sich vorhin schon mit einem Fallbeispiel gemeldet hat, jetzt mit konkreteren Ja. Details. Also Fakt ist, dass ich, das ist der Fragesteller, 8 Terabyte an Daten transferieren möchte und nach circa 24 Stunden die Remote-Backups abgebrochen sind. Verwendet wird keine Fritzbox, sondern in Klammern reines Bridge-Modem mit UDM RPO als Gateway. Die Frage bleibt, ist ein Transfer des initialen Backups vom Remote-Sync-Job auch offline möglich? Ich denke da in Richtung Kopie der Daten, der Dateien und Anpassung der Datenbank auf dem Remote PBS. Ja, nee, also auch diese Frage werden wir mit Proxmox im Nachgang klären und vielleicht können wir dann eine Anleitung oder einen, ja, Hinweis zumindest liefern, wie man das angehen könnte. Dann kommt zwischendurch immer mal wieder auch ein Dank. Und leider hat derjenige die 3 anderen Webinare verpasst. Die Frage war hier, ob man die irgendwo anschauen kann. Alle Webinare der Thomas Krenner AG und auch alle zur Proxmox-Webinarreihe finden Sie auf YouTube und können sich da alles nochmal in Ruhe anhören. Und wenn dann beim Nachhören noch Fragen offen sind, dann gerne auch die E-Mail-Adresse nutzen, die heute schon kommuniziert worden ist. Aber auch die info@thomas-krenn.com ist hier eine mögliche Adresse. Dann kommt nochmal ein Nachtrag zu der Hetzner-Server-Frage. ZFS ohne HW-Radio-Controller. Enterprise-HDDs und Failover-Power-Supply. Kannst du die kurz in den Chat posten? Oder die Chrissy? Dass ich da nochmal alles zusammen habe. Nach der. Okay, also der Fragesteller hat wohl ein ZFS ohne Hardware-Ray-Controller, benutzt Enterprise-HDDs und hat ein Failover-Power-Supply. Okay, und ich glaube, die Ursprungsfrage war ja, warum der regelmäßig abstürzt. Ja, was sagt denn Hetzner dazu? Also ich kann es tatsächlich nicht sagen. Also so von der Analyse her wäre es halt jetzt sinnvoll, dass Sie sich die Proxmox-Logs anschauen, also den PVE-Report, den der Kollege Niklas schon erwähnt hat, in der PBS-Übersicht, dass man da die Ausfallszeiten entsprechend analysiert und guckt, was war da los. Ja, dass man da auf die richtige Spur kommt. Ansonsten auch vielleicht immer die Empfehlung, triple zu checken, ob es wirklich keine Hardware-Rate-Controller ist. Oft werden Hardware-Rate-Controller in so einen IT-Mode geflasht, der dann so ähnlich wie ein HBA ist, oder es wird einem verkauft als HBA, obwohl das ein RAID ist mit lauter RAID-0-Platten oder Single-Disk-Pass-Through. Das ist trotzdem nicht dasselbe von der Idee her. Also da wirklich gucken, ob es wirklich ein HBA ist. Kann man ja auslesen mit LSPCI. Dann sehe ich das Modell und kann auch gucken, ja, das ist ein RAID-Controller im IT-Mode oder das ist ein HBA, der wirklich ein HBA ist. Ja. Ansonsten hinsichtlich ZFS gibt es natürlich auch Themen. Ja, nee, da gibt es eigentlich, so Absturzthematik gibt es eigentlich nicht, nee. Also wenn es das einzige Thema ist hinsichtlich ist ZFS, dann wie gesagt den PVE-Report mal durchforsten. Oder eine Subscription kaufen bei Proxmox und dort ein Support-Ticket aufmachen. Vielleicht haben die auch eine Möglichkeit. Allerdings denke ich, werden die bei Server abstürzen auch eher Richtung Hardware zeigen. Das heißt, Hetzner wäre hier ihr Ansprechpartner. Waren die Backups nicht verschlüsselt? Wo liegen denn die Schlüssel, Keys oder Passwörter? Genau, also die Backups, die waren eben aus dem Grund nicht verschlüsselt, da wir bei der Anlegung bzw. beim Hinzufügen von den Proxmox Backup Servern eben, kann ich kurz zeigen, die Encryption eben nicht gesetzt habe. Wie vorhin schon gesagt, könnte man dann eben den Client Encryption Key generieren lassen oder in einen anderen hochladen. Wo die tatsächlich dann gespeichert werden, bin ich mir gerade ehrlich gesagt nicht mal sicher, wo die hinterlegt werden.
aber sie werden auf jeden Fall unter dem PVE-Node hinterlegt und sind dort Klick eben mal, ja, Entschuldigung, verfügbar. klick mal auf den Help-Button. Meistens wird das gleich in der Doku referenziert. Mal gucken. The key will be saved in the file etcpve priv storage-id.inc, which is only accessible by the root user. Genau. Da haben wir es eh schon. Dann machen wir weiter. Ist eine Anbindung von externen Geräten als Datenpool möglich? In Klammern NAS oder auch iSCSI? Jo, das ist Hatten wir schon die möglich. Frage? Ja. Also, Ist, wir haben Inhalte. ja, Genau. Entschuldigung. Jonas? Ich habe gesagt, die Frage war schon da, also nicht genau diese Frage, aber vom Inhalt her dieselbe haben wir schon beantwortet. Ja, NFS, iSCSI, SMB, alles, was man über Linux irgendwie in einen Dateisystempfad reinbekommt, kann man auch als Remote hinzufügen oder als direkt als Datastore-Pfad, ja. Ich sichere meine PBS-VM als VZ-Dump auf eine USB-Disk und habe somit meinen PBS auch schnell wieder am Laufen für VM-Restores. Das ist wahrscheinlich einfach nur als Hinweis mal gemeint für auch alle anderen Gäste. Ja, das ist cool. Also die Idee, glaube ich, von dem Kommentator war, dass dann die Backups auf einem NFS zum Beispiel liegen, der PBS virtualisiert auf dem PVI läuft und wenn die VM wirklich weg wäre, hat er noch ein Backup von der VM, allerdings mittels VZ-Dump auf eine USB-Platte. Das heißt, im Recovery-Fall USB-Platte ran, Backup aus dem VZ-Dump auf den neuen Host spielen, PBS hochfahren als VM, NFS hinterlegen, restoren, freuen. Ja, das ist gut, das schreibe ich mir auf. Dann kann man eine Synology oder Synology auf ein PBS sichern. Also diese Knowledge Richtung PBS, okay. Also Knowledge ist meines Wissens nach, ich weiß jetzt nicht, ob das immer noch so ist, zumindest auf meiner konnte man sich mittels Root auch irgendwo anmelden. Das heißt, das ist ein Linux und also es war, glaube ich, auch ein Linux. Und wenn man Linux hat, könnte es gute Möglichkeiten geben, diese auch mittels des Clients zu backuppen. Haben wir nicht getestet, falls die Frage so gemeint war, würde der Weg eher über den Backup Client gehen, da einfach mal auf der Synology gucken, ob es mittels Root-Login und so weiter, ob es da Möglichkeiten gibt. Aber so jetzt Plugins oder so eine App für den Synology Store oder so, wäre mir jetzt nicht bekannt. Das ist jetzt nicht so die Zielgruppe, die Proxmox hat. Ist es möglich, eine Konfiguration eines Produktiv-PBS zu zeigen, bei dem Flash, welcher zum Einsatz kommt, speziell die Data Pools? Nee, ist gerade, also wir haben gerade kein System eben aufgesetzt diesbezüglich. Wir haben das Ganze aktuell nur virtualisiert gemacht, hatten zusätzlich aber auch noch einen anderen Proxmox Backup Server direkt bei der Hardware, aber der läuft aktuell nicht mehr. Und genau, also wir haben gerade keine Testumgebung, die wir diesbezüglich hier zeigen könnten. Vielleicht kann der Fragesteller ja ergänzen, was die Intention dahinter ist. Vielleicht kann man ja die sich daran dahinter be eigentlich befindet eine befindende Frage beantworten. Dann lese ich nochmal, weil hier wird sich auch gerade über mögliche Lösungen zum Thema Telekom und so weiter noch unterhalten. Ich lese jetzt einfach mal ein paar Statements vor, die ihr gerne kommentieren könnt. Aber zum Beispiel, es gibt eine USB-Mount-Erweiterung, welche genau das automatisch macht, zu finden unter folgender Adresse. Und dieser Kommentar bezieht sich nämlich auf die vorherige Frage, wie man nämlich USB-Disks einbinden kann. Diese Lösung macht alles automatisch, sobald man zum Beispiel eine USB-Festplatte ansteckt. Wie hieß Wir das können nochmal natürlich jetzt kurz über das den Chat Kommando? nicht die Adresse teilen. Nee, wie das Kommando hieß, das du am Anfang erwähnt hast, dann Das würde ich ist mir das der, kurz kopieren. genau, US die USB-Mount-Erweiterung.
Aha, okay, da finde ich bestimmt was. Autonome Unterweiterung, sorry, ja. Ja, cool. Nee, klingt super. Dann kommt eine Ja. Lösung zur Güte bezüglich Telekom-Problem. Entweder Proxmox Backup-Server ins selbe Netzwerk bringen für einmalige Grundsynchronisierung oder feste IP-Adresse für den Telekom-Anschluss beantragen. No. Genau, die restlichen Einwürfe sind Kommentare, die sich auch nochmal auf Vorheriges beziehen. Das würde ich jetzt einfach mal aussparen. Für den Fall, dass Sie sich gegenseitig in der Community noch helfen möchten, können Sie Ihre Tipps auch gerne an uns weiterleiten, sodass wir das dann teilen können. Wir können ja aus Datenschutzgründen natürlich nicht sagen, wer hier welche Frage oder welchen Kommentar abgegeben hat. Aber ich bitte hier einfach mal um Verständnis und bin sehr dankbar dafür, dass Sie nicht nur viele Fragen gestellt haben, sondern sich auch gegenseitig hier mit Tipps und Tricks unterstützen. Ja, Jungs, das war Sehr es schön, ja. erstmal. Es kommt keine neue Frage rein, deswegen würde ich sagen, beenden wir die Webinarreihe Proxmox. Das war aus meiner Perspektive eine sehr erfolgreiche Webinarreihe, wenn wir bedenken, dass wir viele Zuschauer hatten und nach wie vor haben. Also es sind jetzt noch, ich überschlage mal, 75% der Personen anwesend, die auch um 10 Uhr schon da sind, gewesen sind. Und insofern denke ich, das spricht auch für euch, Jonas und Niklas. Ihr dürft gerne auch nochmal die letzten Worte an unser Publikum richten. Willst du zuerst, Jonas? Ne, mach du erst. Okay, passt. Ja, ich möchte mich auch nochmal herzlich bedanken für die ganze Aufmerksamkeit, für die zahlreiche Teilnahme. Es war ja von mir jetzt das erste Webinar und genau, mein Kollege der Jonas hat ja die anderen auch noch zusätzlich gemacht, aber hat mich wirklich gefreut und auch für die Fragen und wir werden das Ganze im Nachhinein dann aufbereiten und Ihnen zur Verfügung stellen. Und wie gesagt, vorhin, wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, gerne per LinkedIn oder auch per E-Mail, die vorhin einmal eingeblendet worden sind. Genau, das wäre es von meiner Seite. Vielen Dank. Ja. Ich würde mich auch bedanken. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, die 4 Webinare zu halten und will mich auch nochmal ganz, ganz stark, ja, auch bei dir, Tobias, für die Moderation und so weiter und auch die Chrissy für die Organisation, aber vor allem auch beim Stefan bedanken, der heute nicht da ist. Der hat nämlich tatsächlich alle 4 Foliensätze vorbereitet und das in der Qualität und Übersichtlichkeit und Perfektion, die nicht jeder so abliefern könnte wie der Stefan. Und das wollte ich nochmal erwähnt haben. Der ist im Urlaub. Ich denke, er wird sich trotzdem freuen, wenn er sich die Aufzeichnung anschaut. Und ja, ich würde mich freuen, wenn Sie, man sieht, es gibt einen großen Austausch und eine Freude, auch Wissen zu teilen. Vielleicht könnte man ja da auch irgendwie entsprechend sich über LinkedIn vernetzen und dort diese Kommunikation, Diskussion und gegenseitige Unterstützung fortsetzen und da würde ich mich sehr drauf freuen. Und ja, wenn es auch noch Wünsche ihr das gibt hinsichtlich Nachvorschlägen, dann gerne diese noch durchschicken. Ich bin mir sicher, wir können auch noch das ein oder andere Webinar zu Proxmox umsetzen, das jetzt nicht sehr allgemein gehalten ist, so wie die bisherigen 4 Webinare, sondern auch sehr spezifisch. Mir fällt da jetzt im Kopf zum Beispiel schon mal das QM Remote Migrate ein. Falls es da aber, wie gesagt, Themen gibt, die Sie da gerne hätten, dann gerne durchschicken, dann können wir da auch vielleicht kleinere, kürzere Webinare zu spezifischeren Themen machen. Genau. Vielen Dank und ja, ich freue mich auf Connecten. Ich kann mich dem nur anschließen, möchte noch sagen, Chapeau, Niklas, für dein erstes Webinar hast du richtig gut abgeliefert. Im Grunde wie der alte Hase Jonas, der jetzt ja schon genau weiß, wie das hier funktioniert. Also Kompliment an euch beide. Es hat wirklich auch Spaß gemacht. Es war kurzweilig und vor allen Dingen immer zielführend. Möchte mich auch bedanken bei allen Gästen, allen Interessierten für diese tollen Fragen, auch für die Fallbeispiele. Und möchte Sie auch noch informieren über das nächste Webinar der Thomas Krenner AG. Am 3. Mai geht es hier schon weiter zum Thema Backup-Strategien und dort lernen Sie, wie Sie Datenverlusten vorbeugen können. Ich glaube, auch das kann für viele interessant sein. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal gerne erstmal noch einen schönen Mittwoch und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.